Worum geht es? Für die, die nicht da waren oder für die, die es vergessen haben. Wir sind in Dänemark, ganz im Süden von Dänemark, an der deutsch-dänischen Grenze. Und zwar im Winter 44-45, das heißt während des Zweiten Weltkriegs. Dänemark war besetzt von den Deutschen, so auch diese Gegend. Und in diesem Konflikt, um diese Situation, die schwierige Situation für alle Beteiligten in gewisser Weise, dreht sich diese Geschichte. Es ist die Geschichte von Gerda Larsen und, ja, man kann schon sagen, auch ihrem Mann, nämlich Anders Larsen. So, Gerda ist eine Deutsch-Dänin, das heißt, ihre Mutter ist dänisch und ihr Vater ist Deutscher. Das haben wir in so einer Art Prolog kennengelernt erfahren. Die Mutter haben wir nie persönlich kennengelernt. Die waren am Beginn des Krieges waren sie noch zusammen, die Eltern, aber offenbar haben die sich irgendwie überworfen. Die Mutter ist nach Kopenhagen gezogen. Der Vater ist hier im Dorf oder im Ort geblieben. Der Vater ist Deutsche und man hat auch schon mitbekommen, er ist in die NSDAP eingetreten oder wie die Partei, ich glaube, die Partei hieß da in Dänemark anders. Und man hat das Gefühl, er ist jetzt nicht irgendwie so ein super Nazi im Sinne von Antisemit oder irgendwas, sondern Nationalist in dem Sinne, dass er meint, dieser Teil von Dänemark gehört aufgrund der Geschichte und so weiter eigentlich zu Deutschland und unterstützt so ein bisschen deshalb die Nazis. So habe ich zumindest empfunden. Inwieweit sich das vielleicht noch anders herausstellt, das werden wir sehen. So. Er ist Mitläufer. Ja, so kann man es beschreiben. Wir gehen mal hier. Es gibt hier ein hübsches Tagebuch. Da kann man so ein bisschen sich grob dran orientieren. Es ging los an einem normalen Arbeitsmorgen, der ihr Mann, dessen Name ich schon wieder vergessen habe, Anders, der arbeitet als Kfz-Mechaniker, wurde abgeholt von seinen Freunden. Soweit alles normal. Und sie ist auch zur Arbeit gegangen. Sie arbeitet als Krankenschwester. Und bei dem Doktor an dem Arbeitsmorgen, den wir da erlebt haben, ist was Besonderes passiert. Nämlich es gab eine Explosion in einer Fabrik im Ort. Und einer von den deutschen Soldaten hatte Verbrennungen, wurde dort hingebracht. Der Doktor ist absolut anti-deutsch oder anti-Besatzermächte, anti-Nazi und wollte ihn eigentlich nicht behandeln. Aber unsere Gerda, der tat der Mann leid und wir haben dafür gesorgt, dass er behandelt wurde. Das hat uns ein bisschen Ansehen bei den Besatzern gebracht. So, dann ist Folgendes passiert, dann sind wir zum Markt gegangen, haben unsere Freundin Margit getroffen. Margit ist, wenn ich mich recht entsinne, die Tochter des Fabrikbesitzers und die hat irgendwie so ein Verhältnis auch mit dem Deutschen, aber wir haben kennengelernt, dass es auf dem Markt ziemlich ärmlich ist, schwierige Situation. Wir haben ein paar Tauschgeschäfte gemacht und für Anders wollten wir irgendwie Stifte mitbringen, ist uns auch gelungen. Und weiß nicht, ein bisschen was zu essen hatten wir vielleicht auch noch, keine Ahnung. So, dann sind wir zurück nach Hause am Ende des Tages und haben uns gefreut. Aber ein Wagen der Gestapo stand vor dem Haus und es stellte sich heraus, dass Anders verhaftet wurde. Und zwar wird er verdächtigt, dass er an dieser Explosion beteiligt war als ja, Initiator. Also dass es quasi ein Anschlag gewesen ist von der Widerstandsgruppe der Dänischen gegen die Besetzer. Gegen die Besatzer. So. Und er wurde weggebracht und wir hatten da auch Kontakt mit dem Gestapo-Chef vor Ort. Stahl heißt er. Unangenehmer Mann. Irgendwie hat man das Gefühl, einigermaßen korrekt, aber auch irgendwie unangenehm. Und Anders hat uns so durch die Blume gesagt, wir sollen unbedingt die Hühner füttern. Und beim Hühnerfüttern, das war offensichtlich ein Hinweis, haben wir einen Brief von ihm gefunden, wo er sich enttarnt hat, dass er tatsächlich Teil dieser Widerstandsbewegung war und wo er uns zwei Hinweise gegeben hat. Einmal zu so einem alten Versteck, irgendwie am Ententeich oder irgendwas mit Enten. Und einmal zum Versteck des Widerstandes selbst. Und wir sollten einen Brief zum Widerstand bringen. Das wäre sehr, sehr wichtig. So, wir sind dann aber nochmal zum Gestapo-Hauptquartier gegangen, weil wir Anders treffen wollten und haben da auch irgendwie ein Telefonat belauscht und dabei haben wir mitbekommen, dass irgendwie Waffen verloren gegangen sind oder geschmuggelt werden auf dem Markt oder so. Das habe ich tatsächlich nicht mehr hundertprozentig in Erinnerung, aber auf jeden Fall sind wir da nicht viel weitergekommen. Allerdings gab es ein Angebot, also es gab zwei Angebote. Erstens, der Gestapo-Chef hat uns gesagt, wenn wir unseren Mann dazu überreden, dass er kooperiert, dann
hat er Chancen, dass er vielleicht wieder freikommt oder dann wird es ihm besser gehen. Das war das erste Angebot. Zum zweiten haben wir da so einen einfachen deutschen Soldaten, mehrfach schon kennengelernt. Reinhard heißt er. Und der mag irgendwie diese Nazi-Oberen auch nicht, ist aber eher so ein Kleinkrimineller. Und der ist irgendwie süchtig und wollte von uns Penicillin haben. Und im Gegenzug würde er uns helfen mit Anders. So. Dann sind wir zu diesem ersten Punkt gegangen, den uns Anders mitgeteilt hat. Und dort haben wir in der verlassenen Hütte eine Jüdin getroffen, die sich dort versteckt. Eine Mutter mit ihrem kleinen Kind. Und geholfen hat ihr der Pastor des Ortes. Und jetzt, aber das Kind ist krank und die bitten auch um Penicillin. Und es gibt aber nur einmal Penicillin, das ist ganz selten. Und wir werden uns wahrscheinlich entscheiden müssen, ob wir das dem Kind geben, dem jüdischen Kind, oder ob wir das nutzen, um irgendwie über Reinhard Anders zu helfen. Das ist so eine knifflige Situation. Der Pastor hat uns angeboten, dass er uns irgendwie hilft, dass er mit der Gestapo redet, um Anders aus dem Gefängnis zu holen, was ich glaube nichts bringen wird, aber das war so sein Angebot, wenn wir dem jüdischen Mädchen helfen. Und das ist im Prinzip das, was passiert ist so im Wesentlichen. Und was wir jetzt tun werden oder tun sollten, ist wahrscheinlich hier zum Geheimversteck des Widerstands zu gehen und dann vielleicht nochmal zur Gestapo, weil er hat gesagt, wir sollen nachmittags irgendwie wiederkommen, der Stahl. So, kurz nochmal zum Spielerischen. Das Ganze hat so ein bisschen ist so ein Adventure mit Rollenspielelementen. Das heißt, es gibt hier so ein paar Eigenschaften, die man, Geisteskraftseigenschaften, die man hier und da einsetzen kann. Es wird auch gewürfelt, Proben werden gewürfelt und man kann Beziehungen zu den einzelnen Gruppen haben, wobei das System ein bisschen fragwürdig ist. Das Einzige, was mir nicht gut, ganz gut gefallen hat, weil einfach dadurch, dass wir in Kontakt mit den Besatzern, ja, ich sag mal, relativ freundlich waren, um sie jetzt nicht noch weiter irgendwie herauszufordern, sind wir hier beim Ansehen im Widerstand gesunken. Das ist ein bisschen komisch geregelt. Die haben ja eigentlich nichts davon mitbekommen, aber gut. Außerdem nochmal zur Erinnerung, was wir haben. Wir haben den roten Schal, den hat er uns Anders geschenkt. Wir haben 4 Streichhölzer, eine Lebensmittelmarke, ein Teddybär, 2 hochwertige Waren, Anders Handschuhe, eine Perlenkette und eine Hakenkreuznadel, die wir bei der Hütte mit der jüdischen Frau gefunden haben. Das ist auch noch so ein Geheimnis, wo wir nicht genau wissen, was es damit auf sich hat. Außerdem wissen wir, dass Margit nachts irgendwie alleine beim Postbüro am Bahnhof gesehen wurde. Irgendwas ist mit Margit los, wir wissen nicht genau was. Dann hat Stahl einem Informanten einen Ring abgenommen, behält ihn als Pfand, bis er dessen Informationen bestätigen konnte. Puh. Der Spitzel wusste, dass der Widerstand vorhatte, in die Funkgerätefabrik einzudringen, aber die Informationen waren etwas veraltet. Es gibt also irgendeinen, der den Widerstand verraten hat. Und wir haben von diesen Nazi-Waffen erfahren, die auf dem Schwarzmarkt geschmuggelt werden. Und was noch wichtig ist, es gibt irgendwie eine große Party am Wochenende, am Sonntag, beim Industriellen. Und da tauchen die ganzen Nazi-Größen mit auf. Ursprünglich wollten wir da nicht hin, aber vermutlich werden wir da jetzt doch hin. Okay, das war die Einleitung. Ich hoffe, das war kompakt genug und ihr habt trotzdem alles mitbekommen. Falls ich noch mal was vergessen habe, ist jetzt der Moment, wo ihr mich korrigieren könnt oder ergänzen könnt. Ansonsten geht's gleich weiter. Vielen, vielen Dank. Okay, habe ich offenbar anständig zusammengefasst. Ich warte trotzdem nur 5 Sekunden. War jetzt gar nicht so Fishing for Compliments, sondern einfach nur, falls es noch Ergänzungen geben sollte. Okay, gut. Dann machen wir weiter. Und wir gehen jetzt hier hin, denke ich mal. According to Anders, this is where the sparrow and the others are hiding. I hope I can get some answers out of them. Gut, also wir gehen zum Versteck des Widerstands. Und jetzt bin ich mal echt gespannt, ob seine Kollegen mit dabei sind. Das vermute ich ja ein bisschen. Ja, da ist der LKW, der Anders früh am Tag abgeholt hatte. Gestern früh war es, glaube ich, ne? Okay, das Versteck des Widerstands. Ich kann kaum glauben, dass ich es endlich gefunden habe. Der Mann, der dort bei dem Lastwagen steht, ist das Peter?
Genau, Peter hatten wir schon kennengelernt. Aber wir lesen erstmal kurz was über den dänischen Widerstand. In den ersten Jahren der Besatzung war der dänische Widerstand schwach ausgeprägt. Doch nachdem Deutschland im Sommer 1941 den Nicht-Angriffspakt mit der Sowjetunion gebrochen hatte, schlossen sich viele dänische Kommunisten Widerstandsbewegungen an. Sie gehörten damit zu den ersten Gruppen, die organisierte Sabotageakte gegen die Deutschen durchführten. Später, ab 1942, begannen sich mehr Gruppen zu organisieren. Gegen Ende des Krieges, als sich das Blatt wendete und die Deutschen auf die Verliererstraße gerieten, erlebten die Widerstandsbewegungen erneut einen großen Zustrom. Diese Nachzügler wurden häufig die Heiligen der letzten Tage genannt. Okay, auch interessant. Ja, Suche nach dem Widerstand. Was ist das für eine Info? Ah, okay, das ist nur Tagebuch. Ja, alles klar. Okay, wir gucken, wen oder was wir hier finden. Der Schnee knirscht leise unter unseren Schuhen. Oh Gott, Peter. Es ist tatsächlich Peter. Hat er eben eine Pistole gezogen? Wer ist da? Gerda? Peter? Ich werde nicht mehr. Wenn das nicht das Frauchen ist. Wie zum Teufel kommst du denn hierher? Sie haben Anders geholt. Ja, ich habe davon gehört. Er senkt die Waffe, ein reumütiger Ausdruck macht sich in seinem Gesicht breit. Es tut mir so leid, Gerda. Aber wir holen uns die Bastarde, verlass dich drauf. Diese Nazi-Schweine erwischen uns nicht nochmal unvorbereitet. Wie hast du uns gefunden? Ich denke mal, ich werde ihm direkt die Pläne zeigen. Also Pläne meint doch jetzt das, was Anders da im Hühnerstall hinterlassen hat. So verstehe ich das jetzt, glaube ich, ne? Ja, machen wir das mal. Okay, das sind, meine Güte, Gerda. Wo um Himmels Willen hast du die her? Aber Besatzer minus eins, okay, alles klar. Anders hat sie für mich versteckt. Wir sollten sie hineinbringen, aber zuerst, ich muss nur ein paar Sachen aus dem Laster holen. Ich werde alles erklären, versprochen. Okay. Interessanterweise hat das jetzt kein Vertrauen beim Widerstand. Also das Vertrauen nicht gestärkt, sondern nur das andere reduziert. So, der Widerstand in Sonderjylland. Wegen seiner Nähe zur deutschen Grenze war die Region Sonderjylland ein besonders gefährliches Pflaster für Mitglieder des Widerstands, vor allem für jene, die sich dort nicht auskannten. Während des Krieges nahmen viele Dänen standardmäßig an, dass alle Mitglieder der deutschen Minderheit potenzielle Spitzel waren. Widerstandskämpfer von außerhalb konnten oft nicht erkennen, welche Orte häufig von Angehörigen der deutschen Minderheit besucht wurden und wussten daher nicht, dass sie diese Orte tunlichst meiden sollten. Ja, das stimmt. Irgendeiner muss geplaudert haben, richtig? Das ist auch noch so eine Sache. Okay, was haben wir hier? Fußspuren. Der Schnee ist hier voller Fußspuren. Sieht so aus, als wären hier mehr als nur ein paar Leute ein- und ausgegangen. Das heißt, die Gruppe ist möglicherweise größer als gedacht. Die Holzwände sind vom Schnee und dem harschen Wind gezeichnet. Durch das Fenster kann ich in der Dunkelheit des Schuppens reihenweise Lebensmittelkonserven und Autoteile erkennen. Gestohlene Nazi-Waffen. Unter einem der Laken, die den Kistenstapel bedecken, ragt ein Gewehr hervor. Ob das eine der illegal verkauften deutschen Waffen ist, von denen Stahl am Telefon gesprochen hat? Warte mal, aber wieso kaufen die Waffen? Hä? Das ist irgendwie merkwürdig. So, war hier noch irgendwas? Warte noch einen Moment, Gerda. Lass uns reden, bevor ich dich der Chefin vorstelle. Ja, ja, das machen wir. Ich wollte mir kurz nur alles angucken. Ja, ich dachte, der Widerstand klaut sich Waffen irgendwie und kauft sie nicht. Aber klar, natürlich, wenn man anders nicht rankommt. Peters Lieferwagen. Er ersetzt immer wieder alte Teile durch neue. Das ist Peters Lieferwagen. Er hat wohl die Erlaubnis bekommen oder aufgehört, sich darum zu scheren. Hat er anders wirklich jeden Morgen mit zur Arbeit genommen? Oder zum Sabotieren? Zum Stehlen? Das ist eine interessante Frage.
Peter fährt sich durch die Haare und tut so, als würde ihm die Kälte nichts ausmachen. Ich sollte das vermutlich erst mit der Chefin besprechen, aber ich denke, du verdienst Antworten. Bitte erzähl mir, was passiert ist. Er kratzt sich am Kopf. Wie viel weißt du über Anders Beteiligung am Widerstand? Ja, eigentlich gar nichts, um ehrlich zu sein. Sehr wenig. Mir war bewusst, dass er kleinere Aufgaben für den Widerstand erledigt, aber mehr nicht. Was? Das war Gerda bewusst? Das wurde uns aber nie erzählt. So fing es an, ja. Aber es dauerte nicht lange und er wurde eines unserer aktivsten Mitglieder. Ich schätze, das hat keiner von uns kommen sehen. Peters Blick wird plötzlich ganz wehmütig. Du hättest ihn in Aktion sehen sollen, Gerda. Er war wie ein anderer Mensch, wie ausgewechselt. Okay, warte mal, wir haben was über ihn erfahren. Er hat an Sabotageaktionen des lokalen dänischen Widerstands teilgenommen. Okay. So, wir könnten herausfinden, was genau er gemacht hat. Ich würde sagen, wir versuchen es. Klar, warum nicht? Anders wurde anders, ja. Wow, sogar Erfolg, obwohl es schwierig war. Gestern haben wir eine Sabotageaktion in Westergaards Fabrik durchgeführt. Und, Mann, ich kann es nicht anders sagen, es ging schief. Da waren doppelt so viele Wachen wie angenommen, als hätten die Arschlöcher gewusst, dass wir kommen. Ja, sie wussten es ja auch. Wie meinst du das? Das könnten wir ihm doch jetzt eigentlich erzählen. Oh, Liva. Das scheint die Chefin zu sein. Was geht hier draußen vor sich? Mir war nicht klar, dass wir hier Tanztees abhalten. Liva, ich meinte, Sperling, wir haben Besuch. Okay, das war jetzt ziemlich dumm von Peter, dass sie ihren Echtnamen verraten, dass er ihren Echtnamen verraten hat. Sperling? Das ist die Person, der ich für Anders die Dokumente bringen sollte. Das ist genau, was Freiheitskämpfer auf der Flucht brauchen. Noch mehr Leute, die wissen, wo wir sind. Und wer ist das? Sie sind auf der Flucht? Das ist jetzt ja auch noch ein... Ach so, auf der Flucht wegen des gescheiterten Anschlags vermutlich. So, wir stellen uns selber vor. Ich bin Gerda Larsen. Sie ist im Anders Frau. Danke, Peter, das habe ich mir schon gedacht. Sie sieht mich aufmerksam an. Du bist also Gerda. Anders muss dich aus einem Grund hergeschickt haben. Komm in die Hütte, wir müssen reden. Peter deckt die deutschen Waffen im Schuppen ab. Ich kann sie sogar von hier aus sehen. Und denk nicht einmal daran, dich auf irgendwelche Eskapaden einzulassen. Das Letzte, was ich brauche, ist, dass du vor unserer nächsten Aktion verhaftet wirst. Okay, sind sie jetzt auf der Flucht oder machen sie noch eine Aktion? Er sieht niedergeschlagen aus. Jawohl. Ihr habt ja reichlich Feuerkraft. Allerdings, und wir werden sie auch brauchen. Um Anders zu retten, meinst du? Sie lächelt mich traurig an. Unter anderem. Aber es gibt etwas, bei dem ich jetzt sofort deine Hilfe brauche. Komm rein, wenn du bereit bist. Okay, Peter lädt aus. Wir gucken mal. Irgendwas war noch neu, ne? Ja, natürlich. Liva. Okay, sie ist 26 Journalistin. Die Anführerin des Widerstands in dieser Region. Sie arbeitet unter dem Decknamen Sperling. Vieles an ihr gibt mir Rätsel auf, aber die Anliegen des Widerstands sind ihr offenbar sehr wichtig. Sie spricht mit einem derartigen Feuereifer von Freiheit, Brüderlichkeit und allem, was für die Menschen am besten wäre, dass man sich fast daran verbrennen kann. Sie ist so intensiv, dass sie Menschen einerseits für sich einnehmen kann, sie aber andererseits auch auf Distanz hält. Anscheinend ist es ihr so lieber. Man sollte meinen, dass die Nazis ihr ärgster Feind sind, aber sie bringt auch so gut wie kein Mitgefühl für opportunistische Industrielle wie Herrn Westergaard auf. Ja. Okay, ja, das System, wie gesagt, ist ein bisschen merkwürdig mit diesem Minus und Plus für die einzelnen Seiten. Aber gut, es funktioniert, sagen wir es mal so. Ich denke, es funktioniert.
Oha, hier gibt es ja einiges zu schauen. Da liegt noch jemand. Bett. Das sieht nicht sonderlich bequem zum Schlafen aus. Haben Sie hier gelebt? Wie lange wohl? Die meisten Bücher sehen kaputt und verschimmelt aus. Die meisten dieser Bücher sind alte Abhandlungen über die örtliche Tierwelt. Schreibtisch mit Papieren übersät. Der Schreibtisch ist mit Dokumenten bedeckt, die ausführlich mit Rotstift kommentiert wurden. Viele von ihnen ähneln den Dokumenten in meiner Tasche, die Anders für mich hinterlegt hat. Das Grammophon spielt dänischen Swing. Die Art von Musik, die von den Nazi-Besatzern in der Öffentlichkeit wahrscheinlich verboten werden würde. Ich würde gerne wissen, was daran ist. Okay, hier ist ein Foto drin. Es zeigt eine Gruppe junger Leute in einer Bar. Ist das Liva? Sie sieht darauf so fröhlich aus. Leg das bitte wieder zurück. Okay, das fand sie nicht so gut. Wer sind diese Leute? Für einen kurzen Augenblick ist eine schmerzhafte Regung in Livas Gesicht zu erkennen. Dann versteinert es wieder. Das ist unwichtig und, ehrlich gesagt, es geht dich nichts an. Jetzt leg es zurück. Ich lege die Fotografie schnell zurück in die Schublade. Leere Tablettenflasche, sie ist umgefallen. Mekodrin. Ich kenne diese Tabletten. Das ist eine Art Amphetamin. Es soll wach und auf Zack machen. Ich frage mich, wie lange es gedauert hat, diese eine Flasche zu leeren. Okay, ist hier jemand möglicherweise krank? Ist das, was sie von uns möchte? Immerhin sind wir Krankenschwester. Sie begutachtet den Verletzten auf dem Bett sorgfältig. Ah, okay. Natürlich, hier sehen wir Blut. Und vielleicht auch bei dem Anschlag verletzt worden. Was ist ihm zugestoßen? Sie wendet den Blick nicht von dem verwundeten Mann ab. Die Deutschen. Oh. Anders hat erwähnt, dass du Krankenschwester bist. Normalerweise bitte ich keine Außenstehenden um Hilfe, aber wir haben hier nicht gerade ein Feldlazarett. Unsere Gruppe ist ohnehin schon recht ausgedünnt. Anders ist im Gefängnis, Peter sitzt im Versteck fest und wer weiß, wo Svent ist. Sag mal, Svent, ist das der andere Kollege? Nee. Der andere Kollege hieß Anders, ne? Das war Torben und der ist offenbar nicht im Widerstand. Okay. Könntest du dir meinen verwundeten Genossen ansehen? Ja, natürlich. Danke. Okay, das hat uns ein bisschen Zuneigung gebracht. Mal sehen. Ist hier was Neues? Nee. So, verletzter Mann scheint bewusstlos zu sein. Ich löse den Verband des Verwundeten. Die Verletzung darunter ist voll gelbem Eiter. Sie riecht fürchterlich. Wir haben die Kugel entfernt, aber bisher erholt er sich nicht. Ach, okay. Er hat eine Kugel abbekommen. Habt ihr ihm irgendetwas gegeben? Ein paar Mekodrin-Tabletten. Ist das das Richtige? Aber wie du siehst, leben wir hier nicht gerade im Überfluss. Okay, wir können ihn nicht sorgfältig untersuchen. Wir können eine schwierige Probe machen. Aber das ist ein bisschen merkwürdig, ne? Durch die Beziehung zum Widerstand wird die Probe schwierig. Na gut, versuchen wir es. Wow, erfolgreich, schon wieder. Das sieht nicht gut aus. Ich glaube, es sind noch Kugelsplitter in der Wunde. Ich wende mich lieber zu, sie knabbert nervös an ihrem Daumennagel. Scheiße. In jedem Fall muss er besser versorgt werden. Habt ihr Antibiotika? Okay, jetzt kommt... Ist es jetzt die dritte Person, die Penicillin haben möchte? Wir warten auf Vorräte vom Schwarzmarkt. Aber sein Zustand wird von Tag zu Tag schlechter. Der Widerstand und ich wüssten deine Hilfe wirklich zu schätzen. Wie reagiert man denn jetzt? Tja, wollen wir erstmal ein paar Antworten haben? Ich denke, das haben wir uns schon verdient.
Und das hier, ihr habt größere Probleme. Ach so, da erkennen wir, dass irgendwas anderes noch nicht gut läuft, ne? Naja, fragen wir nach ein paar Antworten. Der grüne Haken sagt, dass wir hier eines unserer Geisteszustände einsetzen können und noch weitere Informationen erfahren können. Obwohl, vielleicht machen wir das direkt mal. Ihr habt größere Probleme. Was meinst du? Die Gestapo wusste über Anders Bescheid. Ah, jetzt können wir das erzählen, alles klar. Jemand hat euch verpfiffen. Hier ist es nicht mehr sicher. Verdammt! Ich wusste, den Einheimischen zu trauen war ein Risiko. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es so weit kommt. Bist du sicher? Ja, Anders Festnahme, willkürliche Kontrollpunkte, das kann kein Zufall sein. Okay, der Spitze plus 1. Jetzt haben wir eine zusätzliche Information über den Spitze erhalten. Jemand hat Anders und den Rest der Widerstandsgruppe verraten. Wer könnte sowas getan haben? Du hast recht, wir müssen rasch handeln. Warte mal kurz, das will ich mir mal ganz kurz anschauen. Das verstehe ich nicht, was jetzt gemeint war mit der Spitze plus 1. Hier hat sich nichts verändert. Naja, egal. Spitzel an Liva verraten. Liva wurde vor dem Spitzel gewarnt. Okay, unsere Beziehung zum Widerstand verbessert sich. Ich bereite mein Team auf den Umzug vor, aber in der Zwischenzeit, wie ich höre, arbeitest du in einer Praxis in der Stadt. Ihr habt da doch sicher Antibiotika. Irgendwas, womit wir unseren Genossen behandeln können. Ich möchte, dass du dorthin gehst. Heute Abend noch. Peter wird sich mit dir in der Nähe der Auffahrt treffen und dir helfen, die benötigten Vorräte zu holen. Du willst, dass ich in die Praxis einbreche? Ist das wirklich der einzige Weg? Je eher wir das Penicillin bekommen, desto besser. Selbst jetzt verschwenden wir gerade wertvolle Zeit. Und wir können Anders nicht helfen, wenn unsere Leute kampfunfähig sind. Er heißt übrigens Kesse. Wer? Der Mann, um dessen Rettung ich dich bitte. Beweise, dass du auf unserer Seite bist. Dann tun wir, was wir können, um Anders zu retten. Anscheinend sind mehrere Personen an dem Penicillin aus der Praxis interessiert, aber der Doktor hat nur ein einziges Fläschchen. Wo wir gerade davon sprechen, Anders musste ich aus einem Grund hergeschickt haben, nicht wahr? Konnte er die Pläne verstecken, bevor die Gestapo ihn geholt hat? Konnte er. Ich habe sie hier. Das scheint eine Anleitung zu sein, wie man bestimmte Sprengstoffe einsetzt. Du hast sie gelesen? Ich konnte nicht anders, ist jetzt hier ein bisschen lustig, ne? natürlich habe ich das. Wie könnte ich nicht? Ich habe gesehen, dass ein Teil in Anders Handschrift ist. Herausfordernd, okay. Wieder erfolgreich? Meine Güte. Ah, wir mussten alle Notizen machen, aber Anders war unser Experte, wenn es um Sprengstoff ging. Okay, die Anleitung ist sein Vermächtnis. Sie ist entscheidend für den Erfolg zukünftiger Missionen. Kannst du sie mir geben? Es schien Anders sehr wichtig zu sein, dass der Widerstand diese Pläne erhält. Bitte setz sie mit Bedacht ein. Ich gebe Liva die Pläne. Danke, die werden unsere Sache immens voranbringen. Okay. Peter, ich habe die Waffen im Schuppen unter dem Mist versteckt, den durchwühlt niemand. Gut. Hast du daran gedacht, das Hundepulver auf deinen Spuren zu verteilen? Na klar, die verdammten Hunde werden nicht unsere Fährte aufnehmen. Wir sollten mit den Planungen für unsere nächste Aktion anfangen, hier ist es nicht mehr sicher. Wann willst du aufbrechen? Sobald wie möglich, wir müssen noch den Laster beladen und Kesse für den Transport vorbereiten. Was ist mit dir, Gerda? Wir könnten ein zusätzliches Paar Hände gebrauchen. Ich versuche später wiederzukommen. Sehr gut, wir sollten heute Nachmittag bereit zum Aufbruch sein, gegen 15 Uhr, vielleicht komm dann wieder. Okay, das ist ein bisschen schwierig, weil wir eigentlich auch noch zu Gestapo wollten. Jetzt wird es langsam echt knifflig. When I heard the word resistance, I'd imagined brave fighters and a vast underground force organizing against the Nazis.
I didn't expect to find two strangers and an old friend huddled together in a drafty hunter's lodge. Their presence confirmed Anders' involvement. It proved that he had hidden a whole second life from me, a life that had gotten a soldier wounded and brought one of his own comrades near death. Ja, das ist auch schon ziemlich heftig, ne? Dass sie ihn da gar nicht eingeweiht hat. Offenbar war er richtig tief drin, ne? Puma Flora, mir ist schon klar, dass es meine Entscheidung ist oder unsere. Das ist ja der Gag. Spitze plus 1 heißt wohl, dass du plus 1 bei Liva und Widerstand bekommen hast, weil du die Spitze erwähnt hast. Ja, das könnte sein, ja. Ich war erstaunt, dass Peter seine Verbindung zum Widerstand so lange geheim halten konnte. Er war nicht gerade für seine Diskretion bekannt. Ja, das hat einen Einfluss. Ach so, Puma Flora, alles klar. Entschuldige. Ja, das hat einen Einfluss, weil das bestimmt, welche Geisteskraft wir bekommen, wo wir einen Punkt bekommen. I was amazed Peter had managed to keep his involvement in the resistance a secret for so long. He wasn't exactly known for his discretion. Gut, Scharfsinn haben wir bekommen. Uhr. Okay, das heißt, es gibt jetzt auch keine Wahl. Wir können, das passt also, wir können offenbar zur Gestapo, beziehungsweise wir müssen zur Gestapo. Aber ganz offensichtlich müssen wir uns heute Abend entscheiden, was wir mit dem Penicillin machen. Und das finde ich ist eine sehr, sehr harte Entscheidung. Wobei am dringendsten braucht es wohl der Typ mit der Verletzung der Wunde, oder? Boah. Ich weiß nicht. Schwierig. Naja, wir gehen da erstmal hin. Stahl told me I might be able to see Anders if I return. I know he cannot be trusted, but what choice do I have? Genau. Der Schnapphahn spricht den richtigen Punkt an. Diese Beziehung wirkt eher wie Gesinnung aus dem Rollenspiel, also als interner Wert, wohin man tendiert und nicht als echter zwischenmenschlicher Wert. Das stimmt. So ist das, glaube ich, auch zu interpretieren. Das Problem ist, dass das System natürlich nicht abbildet, wenn man jetzt nur, ich sag mal, in einer schwierigen Situation jetzt erstmal pro forma sagt, ja, und anderem zum Munde redet, aber das selber gar nicht glaubt. Ne? Das ist sozusagen durch das System nicht abbildbar. Und du würdest ja im Hauptquartier der Gestapo zum Beispiel nicht unbedingt diesem Gestapo-Chef offen widersprechen wollen in dieser Situation. Und weil wir das nicht getan haben, haben wir eben diese Werte bekommen. Das ist so ein bisschen das Problemchen bei diesem System, das dahinter liegt. Gut, aber man kann damit leben. So, jetzt bin ich mal gespannt, was da passiert. Jeder möchte was von uns, bevor Anders Hilfe erhält. Also eigentlich alles nicht optimal. Das stimmt, ja. So, da sind wir nochmal. Ich kann kaum verhindern, dass meine Hände zittern. Diesmal werde ich Anders endlich zu sehen bekommen. Oh, ich habe noch die Anstecknadel der Nazi-Partei, die ich am See gefunden habe. Wenn ich sie trage, überzeugt das die Gestapo vielleicht, dass ich auf ihrer Seite bin. Vielleicht sind sie dann eher geneigt, mich anzuhören. Aber bei dem bloßen Gedanken, mir dieses Ding anzustecken, gefriert mir das Blut in den Adern. Boah, Leute. Wow, das ist ja jetzt eine fiese Entscheidung. Stellt euch mal vor, wir treffen Anders tatsächlich und dann haben wir die Anstecknadel an. Stellt euch das mal vor. Das wäre doch eine emotionale Katastrophe, oder? Ja, dran machen, alles für die Rettung.
Er wird das schon verstehen. Ich bin nicht davon überzeugt, Leute. Es ist nur eine Nadel. Ja, aber ist die Gestapo so dumm, dass sie sich davon beeinflussen lässt? Nee, ich folge jetzt mal meinem Bauchgefühl und sage, das machen wir nicht. Das ist nicht wert. Ich finde es auch ehrlich gesagt ein bisschen zu plump. Mach ich nicht. Vielleicht die einzige Chance, ja, vielleicht. Der Wachmann hinter dem Schalter liest eine Zeitung und grummelt etwas vor sich hin. Alles Lügen und Propaganda. Oh, Sie sind's, die Gattin. Der Kriminalinspektor erwartet Sie in seinem Büro. Na, worauf warten Sie denn? Beeilen Sie sich. Lassen Sie ihn nicht warten. Da können wir immer noch nicht rein, ne? Jetzt ist es viel ruhiger. Nur eine einzelne Schreibmaschine. Der Großteil der Belegschaft wird schon Feierabend haben. Okay. Wir gehen nochmal kurz hier auf und ab. Ah, da geht's ins Gefängnis. Na gut. Halt, ohne Erlaubnis dürfen Sie nicht weitergehen. Ja, ist klar, verstanden. Stahl benutzt das Telefon auf dem Sekretariatstisch. Bitte, Liebes, ich bin mir sicher, dass das nur eine Verwechslung war. Du weißt doch, wie gerne er auf Erkundungstour geht. Es wird sie sicher nicht sehr gestört haben. Was? Ist das sein Sohn? Hat der irgendwas angestellt? Bestimmt haben sie inzwischen schon eine Schneeballschlacht. Das Wetter ist dafür gerade perfekt. Ich bin sicher, dass er nicht erfrieren wird. Du hast ihm doch sicher seine Handschuhe gegeben, oder? Ja, ja, ich denke dran. Liebste? Liebste, bitte lass mich... Ja, natürlich, du brauchst nicht... Ist gut, ja. Wir sehen uns in ein paar Stunden. Er legt auf und seufzt entnervt. Oh, Frau Larsen, da sind Sie ja. Ja, ich bin, wo es gerade nochmal im Chat erwähnt wurde, ich bin auch irgendwie über diese schwarz-rot-goldene Flagge gestolpert. Ja, symbolisiert halt die deutsche und die dänische Seite. Das steht halt nicht für Nazis, sondern allgemein für ethnisch-deutsche. Sie hat halt diese deutsch-dänische Kombination. Ich finde es auch ein bisschen fremd, aber brauchen wir jetzt nicht diskutieren. Also wichtig ist, dass es nicht die... Es soll nicht symbolisieren, dass das Nazis sind, sondern Leute mit deutscher Herkunft. Bei der Jüdin wäre es mit der Reichsflagge auch schwierig geworden. Ja, stimmt. Okay, bitte entschuldigen Sie die Wartezeit. Ich musste Fräulein Klein heute früher nach Hause lassen. Das ist unsere Freundin gewesen von früher. Sie war völlig aufgelöst. Okay. Ich habe das hier auf ihrem Schreibtisch gefunden. Warum erzählt er uns das? Es ist ein kleiner Briefbeschwerer in der Form eines Sarges? Hä? Oh. Wissen Sie, was das bedeutet? Okay, wir haben keine Auffassungsgabe, deswegen wissen wir es nicht. Warte mal, was war... Könnte ich noch an die erinnern? Die hatte irgendein Problem. Was hatte die Frau nochmal für ein Problem? Irgendwas war mit der. Ich kann mich, wollte die irgendwie ein Kind bekommen? Oder ich kann mich nicht mehr erinnern. Wisst ihr das noch, Chat? Die hatte irgendwie eine Beziehung mit dem Deutschen? Ich weiß es nicht mehr. Schau doch in dein Tagebuch. Ja, da stand das, glaube ich, nicht drin. Habe ich. Ich guck nochmal. Nee. Leider ist über sie hier nicht. Die, wird nichts gesagt. Okay, ihr wisst es auch nicht mehr so richtig. Naja, gut. Das war ihre Cousine oder so. Unter Leute. Ach so, ja, unter Leute. Ja, genau, stimmt. Da gucken wir nochmal. Meine Cousine.
Ihre Eltern glauben fest an die Indoktrinierung der Nazi-Partei und diese Überzeugung wird wohl auch Charlottes eigene geprägt haben. Sie hat nun eine Anstellung als Privatsekretärin von Felix Stahl. Der für, nee, da steht auch keine weiteren Infos. Ah, sie hatte Beziehung zu einem Soldaten, aber nicht aus der Klinik. Könnte sein, dass der gefallen ist. Okay, wir haben aber sowieso keine Ahnung. Nun gut, vielleicht war es etwas anderes. Es war ein sehr langer Tag. Wie dem auch sei, Sie sind hier. Ich nehme an, das bedeutet, dass Sie mein Angebot angenommen haben. Ja. Okay, warte mal. Es ging. Ja, ich meinte, also wir machen das jetzt, aber wir werden natürlich jetzt ihn nicht in ihn dringen, irgendwelche Geheimnisse zu verraten. Wir wissen ja nun, dass er Teil der dieser Gruppe ist. Ah, auch eine schwierige Sache jetzt hier. Ich hatte keine andere Wahl, reagiere ich jetzt. Findet er nicht gut. Nichtsdestotrotz bin ich froh, dass Sie beschlossen haben zu kommen. Wenn Sie Ihren Mann nun dazu bringen können, uns zu erzählen, was wir wissen müssen, können wir möglicherweise darüber sprechen, seine Strafe abzumildern. Naja, das ist. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass ich jetzt hier weitgehende Entscheidungen treffe, die ich eigentlich nicht treffen möchte, die ich nachher rein spieltechnisch nicht zurückholen kann. Ja. Ich soll halt schleimen, sagt der Chat. Ja. Aber warte mal, das denkt sie ja, ne? Und das sagt sie. Das muss man beachten. Das ist in Klammern. Und das denkt sie ja genau nicht. Insofern wähle ich das jetzt nicht aus. Ich werde tun, was nötig ist. Ich bringe sie zu seiner Zelle. Folgen Sie mir bitte. Okay. Gut. Können wir hier noch schnell was gucken? Krümel. Sieht aus, als hätte sich jemand mit Crackern vollgestopft. Strickjacke. Sie hat ein blaues Blumenmuster und gehört Charlotte. Sie ist noch hier. Sie muss sehr in Eile gewesen sein, wenn sie die bei dem Wetter vergessen hat. Aha. Gut. Weiter geht's. Da wären wir. Ihr Ehemann ist gleich da drüben in der Zelle. Sprechen Sie mit ihm und bitte vergessen Sie unsere Übereinkunft nicht. Ich bin hier, falls es Probleme geben sollte. Leere Zelle, sie wurde gründlich gereinigt. Der Boden ist immer noch nass und ein seltsamer feuchter Geruch liegt in der Luft. Ich möchte mir nicht einmal vorstellen, was einer so gründlichen Reinigung bedurfte. Oh mein Gott, blutet er? In der Zelle erkenne ich Anders, der an der Wand zusammengesackt ist. Haben Sie ihn geschlagen? Er hat seine blutigen Hände schützend an die Brust gezogen. Anders. Ich bin es. Ich bin hier. Gerda. Oh mein Gott, deine Hände. Es geht schon. Sorg dich nicht um mich. Du solltest dich nicht mit diesen Leuten einlassen. Okay, er ahnt, wie wir drauf gewesen sind. Ich werfe aus den Augenwinkeln einen schnellen Blick auf Stahl. Er tippt gelangweilt mit einem Finger auf seinem Ärmel herum. Der hört jetzt auch noch genau mit. Ach Gott, oh Gott. Scheiße, was sagen wir jetzt? Alles wird wieder gut. Ziemlich hilflos. Ich finde einen Weg, dich hier rauszuholen. Oh, Gerdi. Warum hast du mir nichts erzählt? Ich hätte etwas tun können. Er lächelt mich schwach an. Ich wollte nicht, dass du dir Sorgen machst. Und du? Er ist für einen Moment still. Nein, sprechen wir jetzt nicht darüber. Vielleicht hat er recht.
Ich sollte mich darauf konzentrieren, ihn hier rauszuholen. Hör mal anders. Okay, wir nutzen mal Scharfsinn. Fällt dir denn gar nichts ein? Er blinzelt. Die Mühlen seiner Gedanken malen langsam. Das ist jetzt ein bisschen... bisschen abgekürzt. Wir hätten wahrscheinlich zuerst mit ihm reden sollen, ob man nicht dem Stahl irgendwas erzählen kann, was vielleicht ihm nicht weiterhilft, aber so aussieht, als wäre es irgendwie was Tolles. Ich glaube, darum geht es jetzt. Und ich hoffe, dass ihm jetzt tatsächlich irgendwas einfällt. Gerüchten zufolge hat der Widerstand ein Versteck draußen im Osten. Der Beamte kommt deutlich interessiert einen Schritt näher. Wo genau? Bei der alten Mühle. Aha. Sehr interessant. Anders falsche Aussage. Ich bin mir sicher, dass dadurch nichts Schlimmes passieren wird. Oh, weia. Ich werfe einen Blick auf Stahl, der gerade etwas in sein Notizbuch kritzelt. Seine Lippen verziehen sich zu einem zufriedenen Grinsen. Das könnte der Moment sein, auf den ich gewartet habe. Okay. Wir versuchen es. Herausfordernde Probe. Vielleicht kann er uns irgendwas zustecken. Ja! Oh mein Gott. Ich lehne mich gegen die Gitterstangen. Puh, dem Offizier scheint es egal zu sein. Ich sollte diese Gelegenheit nicht ungenutzt lassen. Anders sieht mich erwartungsvoll an. Okay, wir können ihm vom Widerstand erzählen oder ihm von Esther erzählen. Scheiße. Was ist jetzt wichtiger? Ich würde sagen, die Sache mit dem Widerstand, oder? Herker sagt Esther. Ach so, Widerstand. Naja, warte mal. Stopp mal. Wir haben jetzt... Es geht ja darum, wir haben ja gerade die Würfelprobe gewonnen. Wir sind jetzt also ganz offensichtlich in einer Situation, wo wir einen minimalen Moment haben, um mit ihm alleine zu sprechen, sodass der andere nichts hört. Also davon gehe ich jetzt aus, dass quasi das, was wir ihm jetzt sagen, nicht abgehört wird. Ne? Insofern geht es jetzt tatsächlich um die Sache. Ja, also ich tendiere tatsächlich zum Widerstand, weil das jetzt sein zentrales Thema ist. Und die uns auch am ehesten helfen können, ihn rauszuholen. Ich habe deine Freunde gefunden. Der Sperling hat erhalten, was du hinterlassen hast. Ich bin so erleichtert, das zu hören. Nun, es scheint, wir sind hier fertig. Okay, es war jetzt nicht wirklich in der Sache hilfreich. Folgen Sie mir, Frau Larsen, ich bringe Sie hinaus. Außer, dass wir einen Punkt im Widerstand gewonnen haben. Sie haben ihn zum Reden gebracht. Vortreffliche Arbeit. Danke, Frau Larsen. Also sorgen Sie dafür, dass er anständig behandelt wird? Ja? Wir werden die Intensität unserer Befragung reduzieren. Zumindest bis wir dieser neuen Spur nachgegangen sind. Okay, wow. Und wenn Sie da nichts finden, dann wird es eigentlich, fürchte ich, umso schlimmer. Ich weiß nicht, ob das insgesamt so eine gute Aktion gewesen ist. Frau Larsen, ich danke Ihnen erneut. Ihre Bemühungen könnten uns dabei geholfen haben, diesen Saboteuren, die unsere Gemeinschaft kürzlich heimgesucht haben, Einhalt zu gebieten. Sie sollten nun nach Hause gehen. Auf Wiedersehen. Puh. It had only been one day, but already Anders looked like a different man. The bruises on his face spoke volumes of the Gestapo, and his tired eyes betrayed the restless night he had spent inside that cell. I wondered how long he could endure such hardships, and how far I would go to prevent them. Oh, my poor Anders. Ja, wie weit werden wir gehen?
Ja, wenigstens wollte die Gestapo etwas von ihm und von mir vielleicht auch. Solange das so blieb, würde er überleben. At least the Gestapo still needed something from him. And maybe from me. As long as that remained the case, he would survive. Hat uns Auffassungsgabe gegeben. Also wenn man jetzt min-maxen würde, ich mache das aber nicht, sondern ich gehe so nach Gefühl, was ich für meine Gerda als die richtige Antwort sehe, dann wäre es, glaube ich, immer am besten, wenn man von allem was hat, dann kann man jeder Situation reagieren. Nur mal so nebenbei gesagt. Uhr. Okay, jetzt können wir helfen oder zum Arzt. Aber können wir später auch noch zum Arzt oder ist das jetzt eine Alternative? Wir gucken mal. The pastor is bringing Esther and her daughter here this afternoon. Ah. Maybe they need some more help. Gasthof. Okay, alles klar. Das ist nicht der Arzt. Hm. The resistance group is moving to their new hideout this afternoon. They might appreciate any help I can offer. Okay, Leute, ich würde Folgendes sagen. Das ist jetzt mein Bauchgefühl. Wir helfen jetzt Esther und dem Kind, aber bringen das Penicillin zur Widerstandsgruppe. Weil ich denke, bei der Widerstandsgruppe haben wir vielleicht die besten Chancen, um mit irgendwie einer Aktion ihn zu befreien. Ja, ob man das mit der Mühle... Wir werden die sowieso noch wieder treffen. Es gibt übrigens mehrere Mühlen. Eine im Westen und eine im Osten. Nee, also ich mache es so. Wir helfen jetzt Esther und nachher mit dem Penicillin... Ich meine, wir könnten das Penicillin auch einsetzen, um anders direkt zu helfen. Aber ich glaube nicht, dass der Reinhard die Möglichkeit hat, ihn rauszuholen. Das ist quasi nur so eine Statusveränderung. Was, wenn das neue Versteck bei der Mühle ist? Ja, okay, lassen wir dieses Kind links liegen. Ich meinte, der Pastor ist ja auch da und hilft, ne? So ein bisschen konstruiert, dass wir jetzt... The pastor is bringing Esther and her daughter here this afternoon. Maybe they need some more help. Ich meinte, der Pastor hat... ist schwierig. Den Krieg werden wir sowieso nicht beenden. Darum geht's nicht. Penicillin ist was anderes. Penicillin, darum geht's jetzt nicht. Es geht jetzt darum, was wir jetzt machen. Okay, ich habe mich von euch überreden lassen. Wir gehen jetzt zum Widerstand. Vielleicht können wir denen noch was erzählen oder so. The resistance group is moving to their new hideout this afternoon. Wobei ich das tatsächlich ein bisschen bezweifle. Würde man natürlich jetzt machen in ihrer Situation, dass man davon berichtet. Ich glaube es aber nicht. Mal sehen. Puh, sieht aus, als wären sie noch nicht weg. Gerda, da bist du ja. Er strahlt mich an, während Liva höflich nickt. Wir sind dankbar dafür, dass du dich entschieden hast, herzukommen. Wir wollten gerade zum neuen Standort aufbrechen. Peter bringt uns in seinem Lieferwagen hin. Wo ist denn der Verletzte? Kesse. Er liegt bereits drin. Wir wollen verhindern, dass er sich zu viel bewegen muss. Na, dann, ich schätze, wir waren jetzt lange genug hier. Brechen wir auf. Okay. Rasch gehen wir hinein, bevor uns jemand sieht. Mitte Egelund ist eine Freundin des Widerstands. Mitte? Warte mal, Mitte kennen wir doch schon. Ihr Gasthof ist ein guter Ort, um uns neu zu formieren. Hä, sind wir jetzt auch beim Gasthof?
Hä? Ernsthaft? Warte mal kurz. Was ist hier neu dazugekommen? Achso, lasst uns hier nochmal gucken. Gestapo-Folter. Die Gestapo war für ihre Verhörmethoden berüchtigt, zu denen auch brutale Folterungen von Gefangenen gehörten. Die Widerstandsgruppen realisierten, dass ihre Mitglieder irgendwann reden würden. Deshalb bat man sie nicht zu verraten, sondern mindestens 3 Tage durchzuhalten, bevor sie etwas verrieten. So hatte der Rest der Gruppe Zeit, sich zu zerstreuen. Oh, interessant. Mitte ist die Wirtin. Ah, okay, alles klar. Sind wir jetzt echt da? Schild. Die Worte wurden in grober Schrift geschrieben. Clubhaus. Fenster. Sie wurden mit dicken Brettern vernagelt. Eine praktische Möglichkeit, mit den Verdunklungsregeln der Besatzer umzugehen. Und eine praktische Ausrede für Orte mit dubiosen Aktivitäten. Aber es kann ja nicht die Gaststätte sein, oder? Okay, das ist der LKW, der reingefahren ist. Aha. Sie sollte gleich rauskommen. Ich sollte mich etwas umsehen, bevor ich mit Liva spreche. Okay, das ist der Hintereingang zum Gasthof. Ich verstehe. Speisekammer zum Aufbewahren von Nahrung. Hier ist eine Brotkiste. Und es ist nur noch ein einziges Stück übrig. Es ist recht hart und trocken. Nehmen wir es? Ja. Okay, einmal Nahrung. Lieferwagen brachte früher Waren von A nach B. Wahrscheinlich findet es niemand verdächtig, wenn ein Gasthof Lieferungen von verschiedenen Orten hält. So wird sicher die Schmuggelware transportiert. Vielleicht auch Menschen? Kisten. Die meisten davon sind fest verschlossen. Die sehen ein wenig wie Waffenkisten aus. Ich öffne vorsichtig einen der Deckel. Oh, nur Flaschen mit teurem Wein. Ist das alles, womit die hier handeln? Die Gestapo hat gesagt, dass ein paar deutsche Waffen auf dem Schwarzmarkt im Umlauf sind. Ich frage mich, ob die Schmuggler im Gasthof etwas damit zu tun haben. Gucken noch mal ein bisschen. Da ist noch was. Kommen wir da irgendwie hin? Nee, noch nicht. Da kommen wir nicht durch. Ich glaube, dahin war keine Tür, ne? Kesse. Okay, das ist der Verwundete. Sein Gesicht ist unerträglich blass. Er zittert am ganzen Körper. Geht es dir gut, Kesse? Ich glaube, ich muss mich hinlegen. Du musst nur noch ein Weilchen stark bleiben, Kumpel. Es wird alles wieder gut. Mitte wird sich um uns kümmern. Das hat sie immer getan. Liva, sie sieht angespannt und regungslos aus wie eine Marmorstatue. Ihre Gedanken scheinen woanders zu sein. Glaubst du, dass das eine gute Idee ist? Es gibt nicht viele Orte, wo man als Widerstandsgruppe willkommen ist. Vor allem nicht so nah an der deutschen Grenze. Aber Mitte können wir vertrauen. Sie war uns auch vorher schon eine große Hilfe. Obwohl unsere plötzliche Ankunft sie vielleicht nicht gerade erfreut. Wir müssen sie einfach überzeugen. Okay, ich sehe mich mal um. Ah, nee, okay, das ist nur, falls wir noch was vergessen haben. Haben wir aber nicht. Insofern kann es dann auch gleich weitergehen. Du scheinst nicht so sicher zu sein. Naja, die Leute hier können so störrisch sein. Ich sollte es wissen. Oh, bist du hier aufgewachsen? Das hätte ich nicht gedacht. Du sprichst so wie jemand aus Kopenhagen, oder? Aber nein, tatsächlich bin ich ein ganzes Stück nördlich von hier aufgewachsen. Ich bin erst vor ein paar Jahren in die Hauptstadt gezogen, um dort an der Universität zu studieren. Was hast du studiert? Philosophie. Was für eine Geldverschwendung. Ein edles Unterfangen. Ja, es gab mir die Gelegenheit, alle großen Werke zu lesen. Kant, Hegel, Marx, Engels. Menschen, die sich mit dem ungerechten Zustand unserer Gesellschaft befassen. Du bist also Kommunistin? Natürlich. Sie sagt, diese gefährlichen Worte so voller Stolz. Bist du so zum Widerstand gekommen? Ja, ich hatte viele gute Freunde in der Hauptstadt. Hatte? Ist etwas geschehen? Sie antwortet nicht. Okay, der Zurückgelassene. Wir haben ein Geheimnis erfahren, oder? Sie hat in Kopenhagen jemanden verloren, der ihr nahe stand. Alles klar.
Und wir erfahren noch was über die Verfolgung von Kommunisten. Aber jetzt kommt erstmal wer? Nis. Hey, was macht ihr denn hier hinten? Lass uns kurz mal das lesen. Am 20. Juni 1941 erklärte Hitler der Sowjetunion den Krieg. Konsequenterweise verlangten die deutschen Besatzer von der dänischen Regierung, dass sie alle führenden Kommunisten im Land verhaften ließe. Viele wurden wieder freigelassen. Am 22. August 1941 trat das sogenannte Kommunistengesetz in Kraft. Es verbot alle kommunistischen Organisationen und Aktivitäten und alle, die in Verdacht standen, mit dieser politischen Ausrichtung zu sympathisieren, wurden verhaftet und in Lagern interniert. Im Endeffekt tauchten viele Kommunisten unter und schlossen sich zu Widerstandsgruppen zusammen. Okay. So, Nis. Verdammt, Nis, wo ist deine Schwester? Bitte kann gerade nicht. Fürchte, fürs Erste musst du mit mir Vorlieb nehmen. Hatten wir nicht entschieden, dass alle nächsten Mittwoch hierher ziehen? Ja, aber... Also, was macht ihr jetzt schon hier? Chefin, tut mir leid, mir geht's nicht so. Was stimmt denn nicht mit ihm? Okay, wir versuchen es mal zu erklären, auch wenn es schwierig ist. Wir scheitern. Ihm geht's nicht ganz so gut. nicht ganz so gut? Gerda, lüg den Mann nicht an. Er wurde verletzt. Und unser altes Versteck ist nicht mehr sicher. Wir mussten ihn herbringen. Das war nicht unsere Abmachung. Ihr müsst gehen. So, investieren wir unsere Auffassungsgabe. Dafür ist es zu spät. Wenn wir geschnappt werden, fällt sicherlich auch dein Name. Glaubst du, das wüsste ich nicht? Wir haben eine Abmachung, Nis. Das weiß ich. Aber die Lage hat sich geändert, nicht wahr? Das Risiko ist höher. Euer Mann da drüben sieht aus, als würde er beim Tod an die Tür klopfen. Wenn ihr hier bleiben wollt, müsst ihr mich und meine Schwester irgendwie entschädigen. Bitte, Mitte würde nicht so eine Scheiße abziehen. Ich dachte, deine Kameradschaft würde weiter reichen als das. Hm. Wollen wir uns da jetzt wirklich einmischen? Geht nicht anders. Sie hat recht. Bitte, Nis, das ist wichtig. Es ist zum Wohle des Landes. Mein Leben ist mir aber auch nicht ganz unwichtig. Oh, jetzt fang nicht damit an. Wer kommt jetzt? Ist das Esther mit dem Kind? Esther, oh, warum muss sie ausgerechnet jetzt auftauchen? Okay, die Sache wird jetzt immer komplizierter. Ja, er hat Angst, ganz offensichtlich und irgendwie auch nachvollziehbarerweise. Und wer in Gottes Namen sind Sie? Esther, der Pastor hat, soweit ich weiß, mit Ihnen über mich gesprochen. Er kratzt sich genervt am Kopf. Mist, Sie haben recht. Du bist diese Jüdin. Wo ist der Pastor jetzt? Im Gastraum. Er musste einen Nazi-Sympathisanten ablenken. Ach, das ist mal ein schönes Durcheinander. Mir scheint, es gibt ein Überbelegungsproblem. Alle werden mir etwas zusätzlich geben müssen, wenn sie hier bleiben wollen. Angefangen mit dir, Sperling. Was kann deine Gruppe anbieten? Okay, wir haben noch ein. Wir haben hochwertige Waren. Können wir helfen? Denke ich, tun wir. Ich habe geschafft, dies zu finden. Wo hast du das her? Ich bin beeindruckt. Und jetzt du, Esther, richtig? Okay, warte, wo bringst du sie hin? Gescheitert. Wer bist du noch gleich? Ach ja, die Tochter eines Mannes, der in der Nazi-Partei ist. Und wohin ich sie bringe, hatte ich nicht zu interessieren. Wenn ich sie überhaupt aufnehme. Ich fürchte, ich kann nicht viel anbieten. Wie wäre es mit der Kette, die du trägst? Unsicherheit flackert in Esthers Augen auf. Hm. Sperling, kannst du nicht irgendwas tun? Liva starrt mich ungläubig an, aber bevor sie etwas sagen kann, meldet sich Esther zu Wort. Nein, warten Sie. Sie versucht, ein zuversichtliches Lächeln aufzusetzen. Es ist schon gut, Sie haben genug getan. Sie löst ihre Kette und gibt sie dem Schmuggler. Ich komme nicht umhin zu bemerken, dass ihre Hände zittern. Ausgezeichnet, dann wäre das geklärt. Das kleine Mädchen fängt an zu weinen. Mama, ich will nach Hause. Okay, wir können in den Teddybär gehen. Hervorragend, endlich. Guck mal hier, der Kleine wird dich beschützen. Sophia guckt verdutzt, hört aber auf zu weinen und drückt das Kuscheltier an sich.
Er ist dein Freund. Solange du ihn bei dir hast, werden du und deine Mutter sicher sein. Das Mädchen nickt schüchtern. Es scheint seine Sorgen vergessen zu haben. Vorerst. Danke, Gerda. Das bedeutet mir viel. Also, zurück zur Sache. Ja. Nun, ich schätze, ihr könnt alle bleiben, aber nicht länger als eine Woche. Dann will ich, dass ihr verschwindet. Lasst uns beten, dass bis dahin keins dieser Nazi-Schweine hier herumschnüffelt. Okay. So, die gehen irgendwo hin. Wir wissen nicht, wohin. Okay, da geht's jetzt weiter. Grammophon. Es spielt ein fröhliches Zwingenlied. Zwingenmusik, genau wie im Versteck des Widerstands. Das ist anscheinend die Musik des Untergrunds. Ja, vielleicht ein bisschen auffällig, ne? Beutel, die quellen fast über. So viele Säcke mit Zucker habe ich seit der Vorkriegszeit nicht mehr gesehen. Naja, das Schmuggelgeschäft boomt. Das Radio ist ausgeschaltet. Ein Radio, damit hören Sie wahrscheinlich die BBC. Okay, Leute, wir haben ein paar Einträge jetzt, glaube ich, ne? Ne, einen. Die BBC. Die British Broadcasting Corporation war für die dänische Bevölkerung während des Krieges eine wichtige Informationsquelle. Während der gesamten Besatzungszeit war es nie illegal, die BBC zu hören. Diese Ausnahme verdankte das Land seinem speziellen Status als weiterhin souveräner Staat. Trotzdem setzten die Deutschen seit dem ersten Tag der Besatzung alles daran, die britischen Radioübertragungen zu stören und zu verhindern, dass Botschaften an die dänische Bevölkerung gesendet werden konnten. Was haben wir bei den Leuten noch gelernt? Achso, wir haben einen neuen Typen kennengelernt, ne? Nies. 40 ist er. Der jüngere Bruder der Gastwirtin. Er kehrte vor kurzem zurück, nachdem er vor etwa 7 Jahren plötzlich in die große Stadt verschwunden war. Es gibt viele Gerüchte darüber, was er in der Zeit wohl getrieben hat, aber ich bin recht sicher, dass es etwas mit seiner aktuellen Tätigkeit als Schwarzmarktschmuggler zu tun gehabt haben muss. Wenn er sich nicht gerade in den dunklen Gassen der Ortschaft herumtreibt, zankt er sich wahrscheinlich gerade mit seiner Schwester im Gasthof. Okay, ich sollte mit Liva reden. Ja, ich will noch gar nicht gehen. Schubfächer. Eines von ihnen ist etwas herausgezogen. Viele dieser Papiere wurden mit dem Buchstaben A unterschrieben. Was mag das bedeuten? A? Wie anders? Diese Tür führt zu dem anderen Zimmer, in dem die anderen untergekommen sind. Ich bezweifle, dass dieser Raum auf der offiziellen Zimmerliste des Gasthofs zu finden ist. Okay. Liva, sie sieht angespannt und regungslos aus. Okay, weiter geht's hier. Es scheint nicht mehr sonderlich viel zu geben, das ich hier tun kann. Hör mal, ich sollte bald gehen. Sie nickt. Ist gut. Der Widerstand ist dir für deine Hilfe heute Nachmittag dankbar. Dank dir liefen die Verhandlungen wesentlich glatter als erwartet. Du erweist dich als recht wertvoller Neuzugang in unserer Gruppe. Anders zu verlieren war ein schwerer Schlag für unseren Kampf gegen die Deutschen. Er war ein guter Mann. Das ist er immer noch. Sie ist für einen Moment still. Natürlich. Sag mal, kann das sein, dass sie ihn gar nicht befreien will? Ich habe eher das Gefühl, sie ist ganz kalt dabei, die nächste Aktion eigentlich durchzuziehen und zu planen. Das ist auch ein bisschen schwierig. Die Truppe... Ich habe da auch kein super gutes Gefühl. Aber dein Mann wusste, worauf er sich einließ. So wie wir alle. Ja, ich glaube auch, sie hat ihn aufgegeben. Ja. Die hat ihn schon abgeschrieben. Liva räuspert sich. Ich werde unsere Mission nicht aufs Spiel setzen. Nicht noch einmal. Nicht nach all dem, was sie getan haben, damit ich... Sie verstummt. Egal. Hör mal, wenn du weiterhin deinen Wert unter Beweis stellst, werde ich in Betracht ziehen, unsere Energie auf Anders Befreiung zu konzentrieren. Oh, wie widerlich. Voll die Erpressung. Sie mustert mich eingehend. Trotz deiner Herkunft hast du dich als loyal herausgestellt. Ich hoffe, wir können darauf zählen, dass du uns heute Abend unterstützt. Heute Abend ist die Geschichte mit dem Penicillin, ne? Scheiße.
Also es sieht jetzt ganz so aus, als... Also, sagen wir so. Wir haben jetzt ganz offensichtlich zwei Möglichkeiten. Vielleicht drei. Die eine Möglichkeit ist, mit den Nazis irgendwie zu kooperieren. Wobei wir da eigentlich schon den Weg gegangen sind, das nicht zu tun. Denn die Nummer mit der Windmühle führt ja am Ende zu nichts und es wird irgendwann auf uns zurückfallen. Insofern fürchte ich, dass wir den Weg eigentlich schon uns versperrt haben. Zweite Möglichkeit ist, hier die Widerstandsgruppe zu nutzen, in der Hoffnung, dass sie wirklich anders befreit. Und dann müssen wir aber auch helfen. Und das heißt, das Penicillin zum Beispiel ihr geben. Dritte Möglichkeit ist, vielleicht auf diesen Reinhard zu hoffen. Wobei das eine ganz unsichere Kiste ist, weil was soll dieser einzelne Soldat am Ende wirklich helfen? Ne? Aber es wäre noch eine Hoffnung. Das Problem ist, dass Esther und das Kind eigentlich für diese Andersgeschichte eigentlich komplett rausfallen. Und die leider irgendwie ja, hinten unterfallen in der ganzen Abwägung. Also ich glaube, die pragmatischste Herangehensweise und die mit der größten Aussicht ist vermutlich jetzt voll auf diesen Widerstand zu setzen und dann auch ihm dieses Penicillin zu geben. Uns wird anders wichtiger sein als Esther und das Kind. Ja, das denke ich auch, ja. Lieber will Gerda, glaube ich, ausnutzen. Ja, klar will sie das. Aber wir wollen, also, ich habe halt die Hoffnung, dass sie am Ende trotzdem ihr Wort hält, ne? So als Kommunistin. Naja. Okay. Ich würde mal sagen, wir setzen auf den Widerstand. Das ist jetzt mein Weg. Rein rational würde man sagen, geht es schief, ist anders klar, dem Widerstand zuzuordnen. Ja, ja, das denke ich auch, Frau Gaming. Das Kind hat auch eher Überlebenschance ohne Penicillin als der Verwundete. Das denke ich auch. Ich meine, es hat Husten oder so, es kann alles Mögliche haben. Also hier haben wir eine klare Entzündung, eine Wundentzündung und da haben wir einen klaren Einsatzbereich vom Penicillin, während das andere auch so ein bisschen unklar ist. Okay. Ich sage ganz sicher, ich setze jetzt auf den Widerstand. Mal gucken. Naja, wenn ich auf den Widerstand setze, brauche ich auch nicht irgendwie rumblöffen. Danke. It seemed that Midas Inn had become a refuge for those hiding from the occupation, albeit a costly one. They all had a common enemy, but uncommon goals. Some pushed for action, others for escape, but they shared a desire to remain hidden, even as German soldiers and sympathizers drank beer just one room away. How could anyone relax in a place like that? Entspannen kann man damit sicher nicht. Ich hoffe, diese Erfahrung war nicht zu hart für Sophia. Etwas Gesellschaft würde ihr vielleicht gut tun. Ja, die Sache mit dem Spitzel ist tatsächlich nur ein Problem. Da habt ihr recht. Ja. Ich habe ja einen Verdacht. Ich habe einen Verdacht. Aber ich habe noch keinen Beweis für diesen Verdacht. Mein Verdacht ist... naja, wir haben noch diese Geschichte mit Margit und diese nächtlichen... Poststationen und Eisenbahn. Dass sie da möglicherweise irgendwelche Informationen weitergeben hat. Aber wo, wie ist sie an die Informationen rangekommen und so? Das ist völlig. Gibt es keine. Nicht mal richtige Indizien für. I hope the experience was not too hard on Sophia.
Perhaps the company would do her good. Okay, jetzt kommt die Arztpraxis. Da wollte uns ja irgendwie Peter helfen oder so. I can't believe I'm betraying the doctor like this. But if I'm to see Anders again, I'll need to break in and steal the penicillin. Was jetzt passiert? Hä? Hä, was war das jetzt eben? War es jetzt ein Bug? There's something up ahead. Oh nee, da ist eine Zufallsbegegnung. Zufallsbegegnung? Bin ja mal gespannt. Ah, das ist vielleicht der Sohn von Stahl. Hier mit den, mit der Schneeballschlacht und so. Was geht da drüben vor? Lukas, hör auf zu schummeln. Pelle, tu ich nicht. Lass mich in Ruhe. Gib sie zurück oder ich bring dich dazu. Nein. Ihre Stimmen sind so voller Gift. Wenn ich nichts unternehme, gehen sie sich an die Gurgel. Warte mal, aber das war doch nicht der Sohn von Stahl, oder? Kennen wir die schon? Der Sohn ist hier gar nicht. Doch, Heinrich war der Sohn, okay. Ich guck nochmal hier unten, ob wir da noch irgendwas finden. Nein. Was machen die abends hier draußen? Gib sie zurück. Ich hab sie nicht. Hey, was ist denn hier los? Beide drehen sich mit vor Überraschung aufgerissenen Augen zu mir um. Der, der den Stock hält, scheint seinen Mut wiederzufinden. Pelle schummelt. Gar nicht. Tust du wohl. Na, Lukas hat mich geschubst. Hab ich gar nicht. Doch, hast du. Wir drehen uns im Kreis. Ihr solltet nicht so streiten. Du hältst dich nie an die Regeln. Ich hasse dich. Deutscher Abschaum, mit Keulen hinterm Rücken und dem Hut in der Hand. Verzieht euch aus dem Dänenland. Halt den Mund. Der deutsche Junge hebt den Stock, um seinen dänischen Spielkameraden zu schlagen. Wir schreien. Hört, wir schreien nicht. Wir müssen, wollen ja unauffällig bleiben, oder? Wir gehen dazwischen. Schluss jetzt. Okay, jetzt schreit sie aber trotzdem. So, was jetzt? Jetzt hauen sie ab. Sobald ich mich umdrehe, gehen sie sich wieder gegenseitig an die Gurgel. So kann ich sie hier nicht zurücklassen. Ich schätze, ich muss noch nicht zur Praxis, ehe es richtig dunkel ist. Ich sollte mich umsehen. Vielleicht finde ich heraus, was wirklich passiert ist. Okay. Gucken wir mal. Da wurde etwas in den Stamm geritzt. Jemand hat seine Initialen in die Ringe geritzt. PH. Und direkt darunter steht LK. Pelle und Lukas. Sie müssen gute Freunde gewesen sein. Okay. Blut. Der Schnee hier ist mit einigen Blutstropfen verunreinigt. Da drüben wurde wer verletzt. Blaues Vor. Er hat die höhere Position. Er hat den High Ground. Hier ist auch ein Haufen Stöcke, aber kein sehr großer. Haben wir irgendwas Militärisches gespielt? Rotes Vor. Er hat ein Dach. Was für eine gemütliche kleine Hütte. Hier ist ein Haufen Stöcker drin. Ich kann verstehen, warum sein Freund neidisch ist. Okay, warte mal. Die haben sich hier so kleine Befestigungen gebaut. Der hat keine Stöcke. Der hat Stöcke. Der hat ein Dach. Der hat kein Dach. Aber der hat den High Ground. Ist das das Thema? Pelle tritt gegen die Mauer. Geht es dir gut? Gehen Sie weg. Bitte, ich will dir doch nur helfen. Er dreht sich zu mir um, seine Augen sind feucht und mit Tränen der Wut gefüllt, die jeden Moment fließen könnten. Was ist passiert? Ich spiele nicht mehr mit dem. Warum nicht?
Weil er will immer die Regeln bestimmen. Nie lässt er mich irgendwas entscheiden. Was für ein Spiel spielt ihr? Wir spielen Krieg. Er drückt mich runter und sagt dann, dass ich mich nicht bewegen darf. Und dann nimmt er meine Stöcke, wenn ich nicht hingucke. Er sagt, dass die Deutschen nicht verlieren dürfen. Er macht nur das nach, was er sieht. Die Dänen haben gerade nicht unbedingt das Sagen. Ist mir egal. Das ist ungerecht. Verstehe. Ich sollte mir Lukas' Version der Geschichte anhören. Er schlägt den Busch wütend mit seinem Stock. Armer Busch. Gehen Sie einfach weg. Bitte sag mir, worüber du dich so aufregst. Er ist ein Doofkopf. Du meinst deinen Freund da drüben? Er ist nicht mein Freund. Also gut. Warum ist er ein Doofkopf? Weil er das Spiel kaputt macht. Wie das? Er hält sich nicht an die Regeln. Typisch deutsch, ne? Ihr spielt Krieg, oder? Ja. Und die Regeln sind, dass man nichts aus dem Stützpunkt des Gegners stehlen darf. Hä? Warte mal. Hat er nicht die Stöcke von dem anderen geklaut? Man kann Stöcke nur auf dem Schlachtfeld gewinnen. Ach so. Und du hast alle Stöcke, die in deiner Burg sind, gewonnen? Also, nein. Die Deutschen fangen mit mehr Stöcken an. Oh Gott, Leute. Oh. Das scheint mir ungerecht. Deswegen ist dein Freund wahrscheinlich so wütend. Er sollte trotzdem nicht die Regeln brechen. Und Pelle hat etwas aus meinem Stützpunkt gestohlen. Da, er tut es schon wieder. Gehen Sie weg. Hör auf zu stehlen, dummer Däne. Ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich. Okay, bis jetzt klappt das ja großartig, hier unsere Vermittlung. Hört auf, alle beide. Ich weiß, dass ihr wütend aufeinander seid, aber so geht das nicht. Hört zu. Warum erzählt mir nicht jeder von euch, was passiert ist? Lukas? Lukas, Pelle sagt, dass du ihn nie über die Regeln entscheiden lässt. Seine Regeln sind dumm. Er denkt sich Sachen aus wie... Hast du ihn geschubst? Nein, nein, habe ich nicht. Er lügt. Ihr solltet nett sein. Okay, wart ihr nicht vorher gute Freunde? Und mit Seiten wechseln, das ist eine gute Idee eigentlich. Das ist pädagogisch jetzt eine richtig gute Idee. Schleier des Vergessens und so. Philosophisch jetzt der richtige Weg, um das Ding zu lösen. Aber ich nutze das trotzdem erstmal die eingeritzten Initialen. Wart ihr nicht vorher gute Freunde? Kann so ein albertes Spiel wirklich das berühmte Gespann Lukas und Pelle entzweien? Berühmt? Was meinen Sie denn damit? Man findet euren Namen überall in der Stadt? Naja, wir sind schon eine ganze Weile Freunde. Vielleicht könnten wir versuchen, etwas anderes zu spielen. Das Spiel wurde eh langsam langweilig. Wir könnten Piraten sein. Und aus unseren Burgen ein Schiff machen. Check! Vor aus B7 noch in Burg ändern. Was? Ist das von den Entwicklern oder hat er das jetzt gedacht? Das ist doch noch eine Entwicklernotiz, oder? Ich glaube. Ja! Jungs versöhnt. Ah, sehr schön. Es ist uns gelungen. Was geht hier draußen vor? Die Mutter kommt. Pelle! Ich hab dir gesagt, du sollst nicht mehr mit diesem Jungen spielen. Oh, Frau Larsen. Was machen Sie denn hier? Wir werden von allen beobachtet. Lukas! Lukas, komm hierher! Der Junge weicht den Blick seiner Mutter aus, während er gegen einen Schneehaufen tritt. Mama, es war nichts, wirklich. Nichts? Deine Klamotten sind ganz abgewetzt.
Das war dieser deutsche Rabauke, nicht wahr? Ich wollte nicht. Halten Sie Ihren Sohn unter Kontrolle. Wagen Sie es nicht, mir zu sagen, was ich zu tun habe, Frau Kreuz. Ich habe versucht, Sie vom Kämpfen abzuhalten. Irgendein alberner Streit über Dänen und Deutsche. Sie sind keine Dänen, was wissen Sie schon? Und Deutsche sind Sie mit Sicherheit auch nicht, wie ich das sehe. Gehen Sie bitte einfach. Das sind nicht Ihre Kinder. Die Eltern verkacken es mal wieder. Ich wollte nur helfen. Haben Sie aber nicht. Ich schätze, ich sollte gehen. Ich muss sowieso zur Praxis. Okay, das war jetzt irgendwie traurig. Ja, ich denke auch, die Jungs machen das schon. Ich fasse es nicht, dass ich das tue. Bei mir auf der Arbeit einbrechen. Oh, was würde Mama wohl sagen, wenn sie mich jetzt sähe? Also gut, Gerda, jetzt beruhige dich. Welche Möglichkeiten hast du hier? Peter hat gesagt, ich solle in der Einfahrt auf ihn warten. Reinhard will auch eine Abmachung mit mir treffen. In seiner Nachricht stand, ich solle ihn in Nähe der Straßensperre treffen. Also, wo soll ich am besten... Was soll ich am besten tun? Ich nehme an, ich muss mich in keine der beiden Angelegenheiten einmischen. Ich könnte allein hingehen und die Medizin für Jakob und Esther holen. Ach, aber hier draußen herumzustehen hilft anders ganz bestimmt nicht weiter. Am besten gehe ich mal um das Gebäude herum und suche einen Weg hinein. Okay. Warte mal, muss man jetzt erst reingehen und Penicillin holen und dann zu den anderen? Gut. Jetzt ist die Stunde der Entscheidung gekommen, was das Penicillin betrifft. Ich hatte das gleiche ja vorhin schon mal entwickelt. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass der Weg über den Widerstand der erfolgsversprechende ist. Ich kann mir vorstellen, dass das andere auch irgendwie geht, aber die Chancen sind meines Erachtens viel ungewisser. Nicht das Fell des Bären verteilen. Warte mal, ich gehe jetzt erstmal hier hin. Peter hat gesagt, ich soll hier auf ihn warten. Wenn ich ihm helfe, ist die Anführung des Widerstands vielleicht eher bereit, anders beim Ausbruch zu helfen. Aber kann ich es mir leisten, darauf zu warten, dass sie mir vertraut? Wir haben noch keine Spur wegen des Maulwurfs, nein. Also es sprechen für mich mehrere Punkte für den Widerstand. Erstens, Anders ist Teil des Widerstands. Das scheint irgendwie ganz wesentlicher Teil zu sein von ihm. Und am Ende, ja, helfen wir quasi seiner Gruppe und wie soll ich sagen, die Chance ist ja nicht, ist ja durchaus da, dass sie ihm dann wirklich auch hilft, weil er Teil der Gruppe ist und so weiter. Er würde es vermutlich auch so wollen. Zum Zweiten, glaube ich, ist sie diejenige, die wirklich am realistischsten irgendwas unternehmen kann. Allerdings vermutlich mit Gewalt. Das ist so ein bisschen das Problem. Um ehrlich zu sein, von Esther und dem Kind, da können wir eigentlich keinerlei wirklich effektive Hilfe für wegen Anders erwarten. Das ist jetzt reiner Humanismus und es ist da auch noch so ein bisschen fraglich, ob dieses Penicillin dann wirklich helfen wird, während es bei dem anderen sehr, sehr eindeutig ist.
Reinhard ist mir persönlich irgendwie schon ein bisschen sympathisch, aber das ist ein einzelner kleiner Soldat. Und außerdem noch irgendwie süchtig und so weiter. Da habe ich die größten Fragezeichen. Das heißt, wir haben einmal eine sehr schlagkräftige Truppe, einmal Esther und der Pastor, für den, die ich für überhaupt gar keine Hilfe halte, und den drogensüchtigen Soldaten, der ein total unsicherer Kantonist ist. Und daraus ergibt sich für mich eigentlich, dass sie diesen Weg gehen sollte. Kann natürlich jeder anders sehen, aber das ist jetzt meine Motivation. Gut, wir warten auf Peter. Da bist du ja. Ja, okay, es gibt ein Risiko beim Widerstand, nämlich der Maulwurf. Das gebe ich zu, ja. Er haut mir so viel mit so viel Wucht auf den Rücken, dass mir der Schnee von den Schultern fliegt. Die Wette gewinne wohl ich. Was? Ach, nichts. Okay, Peter hat wahrscheinlich mit Liva gewettet, ob wir wirklich helfen. Finden wir einen Weg hinein. Er ist so kalt. Es ist so kalt hier draußen, da friert man ja sich alles ab. Okay. Gut, gehen wir rein. Bürofenster dahinter, es ist dunkel. Oder mit jemandem anderen eine Wette, auch möglich, ja. Ist hier gut? Nun, ich bin mir recht sicher, dass der Doktor den Lagerschlüssel in seinem Büro aufbewahrt. Aber um hineinzukommen, müssen wir ein Fenster zerbrechen und dieses liegt sehr nah an seinem Schlafzimmer. Sollen wir hier einbrechen? Nee, wir suchen weiter. Wenn das so nah am Schlafzimmer ist, ist es doof. Können wir noch woanders was finden? Warte mal. Können wir hier irgendwie hinten rumlaufen? Nee, da geht's nichts weiter. Da können wir auch nicht rein. Können wir von der anderen Seite irgendwie hinten rum? Aber hat sie nicht... Ne, sie hat nicht den Schlüssel, ne? Sie musste den das letzte Mal irgendwie extra holen. Hier kommen wir nicht rein. Da ist noch ein Ort. Ich gucke sie jetzt aber hier nochmal um die Ecke. Vielleicht können wir da auch noch irgendwo einsteigen. Ach, schaut mal. Hier ist immer noch das Ding. Der Doktor hat die gefrorene Wäsche immer noch nicht eingeschaltet. Sie sind fast so hart gefroren, dass sie damit ein Fenster einschlagen könnte. Oh, cool. So, und hier? Hintertür. Anscheinend hat der Doktor seit gestern seine Lektion gelernt. Okay, die Tür ist abgeschlossen. Kacke, versuchen wir es woanders. Gut, also wir haben jetzt was, womit wir ein Fenster einschlagen können. Und das hier ist weit vom Schlafzimmer entfernt. Also werden wir es vielleicht hier wagen. Küchenfenster, dahinter ist es dunkel. Also, was denkst du? Die Küche ist ziemlich weit weg von den Privaträumen des Doktors. Ich glaube nicht, dass der Lärm laut genug war, um ihn zu wecken. Ja, dann brechen wir hier ein. Okay, da klirrt die Scheibe. Das war etwas laut. Das ist schon in Ordnung, wir müssen nur ab jetzt vorsichtig sein. Hier drin ist es so dunkel, ich kann kaum etwas erkennen. Ich sollte beim Umsehen vorsichtig sein. Ach du Scheiße, die Zeit läuft. So, warte mal, jetzt müssen wir echt aufpassen. Wir müssen uns jetzt komplett konzentrieren und jetzt hier nicht sinnlos rumgucken, weil wir müssen ja wirklich direkt zum Penicillin. So, wo ist das Penicillin? Ist das manchmal hier? Oder wo hatten wir das? Das war doch hier hinten alles, ne? Ich konzentriere mich jetzt mal. Scheiße. Abgeschlossen. Verdammt, wir brauchen den Schlüssel. Ach so, der Schlüssel ist ja im Büro. Das ist das Büro. Ich meinte, das ist das Schlafzimmer, ne? Nee, ist das. Nee, Schlafzimmer ist oben vielleicht.
Auch abgeschlossen. Scheiße. Okay, das ist gar keine Zeit, sondern das ist nur der Lärm. Jetzt verstehe ich. Das habe ich falsch verstanden. Okay, dann müssen wir jetzt erstmal einen Schlüssel suchen. Auf dem Regal stehen dekorative Keramiken. Ja, was sollen wir denn damit? Da will ich nicht interagieren. Da ist doch jetzt kein Schlüssel, oder? Vielleicht hier. Wertvolles im Schrank. Wo kommen wir an den Schlüssel, Leute? Hier oben. Okay, wir müssen irgendwas öffnen, irgendwas probieren. Aber alles kann Lärm machen. Was ist hier? Schubfächer im Empfangstresen. Das ist vielleicht noch der erste Ort, wo man Schlüssel vermuten könnte. Gucken wir hier mal. Okay. Wir haben keine Taschenlampe. Schwieriges Durchsuchen. Machen wir das? Ja, okay. Hat geklappt. Puh, ich sollte dringend einmal diese Schubfächer aufräumen. Oh, was ist das? Ein Schlüssel! Das ist der für die Küche. Okay, alles klar. Wir haben den Schlüssel. Ohne Lärm zu machen. Hervorragend. Küche, Küche, Küche. Küche ist sicher nicht das, ne? Sondern das da. Oder? Nee, Küche ist doch das. Hä? Wo ist, was ist jetzt die Küche? Die Küche ist doch da, wo wir reingekommen sind. Scheiße. Ich bin durch die Küche eingestiegen. Das nützt uns überhaupt nichts. Okay, also müssen wir mehr suchen. Toll. Dann versuchen wir es hier. Wobei, warum sollte da ein Schlüssel sein? Das ist doch Quatsch irgendwie. Das ist schwierig. Wir haben keine Taschenlampe. Oh mein Gott. Geschafft. Ich stecke meine Hand in eines der Gläser. Das Schlüssel zum privaten Arbeitszimmer. Ha! Wir haben's. Komischer Ort dafür. Aber okay. Rein da. So, jetzt suchen wir immer noch das Schlüssel, den Schlüssel zum Lager. Ursprünglich wollten wir, glaube ich, durch dieses Fenster hier. Was haben wir hier? Schubfächer. Hm, da könnte ein Schlüssel sein. Penicillin? Könnte es da sein schon direkt? Bücherregale. Versuchen wir es hier. Schreibtisch des Doktors. Wieder schwierig. Wow, wir sind aber gut im Suchen. Puh, ich wäre fast an den Schreibtisch gestoßen, aber kein Schlüssel. Was ist das? Das Tagebuch des Doktors. Dieser Eintrag ist von gestern. Am Morgen kam eine Gruppe deutscher Soldaten in die Praxis gestürmt. Sie forderten, dass ich einen ihrer Männer behandle. Gerda kam ihren Wünschen eifrig nach. Muss ihr deutsches Blut sein. Okay, also das war auch nicht der Schlüssel. Dann würde ich sagen, versuchen wir es mal hier. Deutsche Erkennungsmarke. Sieht aus wie aus dem Ersten Weltkrieg. Oh, er hat für die Deutschen im Ersten Weltkrieg gekämpft. Hat der Doktor in der deutschen Armee gedient? Ich frage mich, ob er die Deutschen deshalb nicht mag. Ah, alles klar. Damit haben wir ein Geheimnis von ihm erfahren. Es könnte auch oben sein. Treppe zur Privatwohnung. Ja, aber da kann da der Schlüssel sein? Müssen wir möglicherweise hoch? Ich glaube nicht, dass der da bei den Büchern ist, Leute. Das ist doch komisch. Ich habe fast das Gefühl, wir müssen möglicherweise hoch. Ja, unten ist nur die Sache mit den Büchern, aber das bedeutet wieder eine Probe.
Schlüssel zum Arbeitszimmer. Den Schrank in der Küche noch öffnen? Aber warum sollte da der Schlüssel zum Arbeitszimmer sein? Das halte ich für unrealistisch. Glaube ich nicht. Ich gehe hoch. Harald könnte jeden Moment herunterkommen. Ich sollte mich beeilen. Wie, was, wo? Ach so, wir können gar nicht hochgehen. Okay, alles klar. Gut, dann haben sich die Optionen jetzt sehr stark reduziert. Hier sind ganz schön viele Bücher. Durchsuchen wir. Diesmal sind wir gescheitert, haben Lärm gemacht, vermutlich. Ah! Ich stoße eine Reihe von Büchern um. Oh nein, nein, pst! Scheiße. Das war schrecklich laut. Hoffentlich hat der Doktor nichts gehört. Aber hier ist der Lagerschlüssel. Tatsächlich. Sieht dem Doktor ähnlich, einen Schlüssel an so einem obskuren Ort zu verstecken. Okay, wir haben den Schlüssel. Doch bei den Büchern. Weiter. So. Jetzt nur noch hier. Ich glaube, wir bauen das Penicillin irgendwo hier drinnen auf. Okay, wieder schwierig. Wow, wo hätten wir eine Taschenlampe herbekommen können? Krass. Nein! Eines der kleinen Fläschchen, das gefährlich nah an der Kante des Regalbretts steht, kippt um und fällt. Geräuschvoll zu Boden. Ach du Scheiße. Ich muss vorsichtiger sein, sonst wecke ich sicher Harald auf. Die Flüssigkeit frisst sich langsam in den Boden. Experimentiert Harald jetzt mit Alchemie herum? Konzentration, Gerda. Da ist es. Vorsichtig nehme ich die Flasche mit dem Penicillin. Seltsam, wie solch ein medizinisches Wunder in eine so kleine Flasche passt. Okay. Hast du es gefunden? Ja. Perfekt. Verschwinden wir von hier. So, ich hoffe, dass wir jetzt keinen Lärm mehr machen. Nein! Kommt der Doktor? Ach, das ist Reinhard. Dieser Arsch! Sieh mal an, hätte nicht gedacht, sie hier zu sehen. Oh mein Gott, wenn er jetzt irgendwie leer macht. Wer zum Teufel sind Sie denn? Reinhard! Kennst du diesen Kerl? Ja, ich kenne ihn. Ach, kommen Sie, Frau Larsen, wir sind doch Freunde, oder? Gerda, was geht hier vor sich? Wie ich sehe, haben Sie also beschlossen, mit den Aufständischen zusammenzuarbeiten. Das hätte ich wohl kommen sehen müssen. Trotzdem. Reinhard schwitzt stark, sein Gesicht ist kreidebleich. Dass sie diesem verfluchten Rebellen wirklich von meinen Plänen erzählt haben, die Praxis zu bestehlen. Ich hätte ihnen nicht vertrauen sollen. So, scheiße. Aber wenn, warte mal, wenn wir jetzt sagen, ich habe ihm nichts erzählt, dann denkt doch hier Peter, wir stecken mit dem unter einer Decke. Das wirft kein gutes Licht auf uns. Deswegen sage ich, nein, hätten sie nicht. Oder? Aber das könnte ihn wiederum wütend machen. Scheiße. Nee, wir können ihn jetzt nicht noch weiter provozieren. Wir müssen ihn irgendwie beruhigen. Auch wenn Peter denkt, wir sind komisch. Ich habe ihm nichts erzählt. Sie sind eine schrecklich schlechte Lügnerin, Frau Larsen. Warum sollten Sie sonst beide heute Nacht hier sein? Jetzt schön stillhalten. Sonst verteidigt das Gehirn Ihres Freundes überall auf dem Boden. Moment mal, habe ich Sie nicht schon mal irgendwo gesehen? Peter wird neben mir etwas unruhig. Ja, ja, Sie haben mit ein paar von meinen Männern Geschäfte gemacht, richtig? Ah, er vertickt die Waffen, alles klar. Das war, ich habe nur... gestohlene Nazi-Waffen. Warst du derjenige, der geschmuggelte deutsche Waffen für den Widerstand gekauft hat? Oha, das hat sie messerscharf kombiniert, hm? Ein unerwartetes Paar. Peter und Reinhard haben zusammen Schwarzmarkthandel betrieben. Die kennen sich! Peter hat auch Geheimnisse vor uns. Wie dem auch sei, ich habe jetzt keine Zeit, mich um einen der Lakaien des Sperlings zu kümmern. Also geben Sie mir die Penicillinflasche, die Sie da sicherlich irgendwo verstecken. Okay, scheiße. Los, Leute, jetzt bitte. Es hat doch so oft geklappt hier mit den schwierigen Würfen. Reden wir erstmal darüber. Nein! Nein! Sieh mal an, sind Sie nicht eine gewiefte kleine Rebellin?
versucht sie doch tatsächlich, sich mit schönen Worten rauszureden. Aber das wird nicht klappen. Also, seien Sie zwei brave kleine Dänen und geben Sie es her. Peter, nur über meine Leiche. Oh Gott, jetzt bloß nicht schießen. Das lässt sich einrichten. Oh mein Gott! Peter, was machst du? Sie kämpfen um die Waffe. Okay, wir helfen Peter, Reinhard zu entwaffnen. Ja, machen wir. Peters Vertrauen ist hoch. Wir sprinten dazu. Gute Nacht, Nazi-Abschaum. Ah, Scheißkerl! Komm, Gerda, verschwinden wir, bevor der Doktor auftaucht. Ja, scheiß auf Reinhard. Ja, gehen wir. Okay. Oh mein Gott. Was für ein Drama hier mitten in der Nacht. Wahnsinn. For years, the clinic had been a reminder of the years I spent away from Tinglev, when my skills and expertise as a healer were honed in the city. Here, at least, I was indispensable and valued. Even Harold, in his own begrudging way, had come to rely on me. It was a place that represented my independence, and in one single night, I put all that at risk and betrayed my duty as a nurse. Wird Reinhard das Stahl erzählen? Ja, was hätten wir mit ihm machen sollen? Hätten wir ihn da töten sollen? Ihre andere Antwort war ja eher so, oh, der arme Reinhard, wir müssen uns um den kümmern. Das war ja nicht so gemeint, oh, Reinhard, wir müssen ihn töten, damit er uns nicht verrät. Also ich glaube, es gab da jetzt keine Option, um das Problem zu lösen. Ich glaube nicht, dass Reinhard zu Stahl geht. Dazu hat er viel zu viel Dreck am Stecken. Tja. Was auch passierte, ich musste mich daran erinnern, dass ich das alles für Anders getan hatte. I needed to remind myself that no matter what happened, I had done this for Anders. Okay. Ist das jetzt das Gasthaus? Nee. Oder ist das die Gestapo-Zentrale, ne? Hä? The darkness around me feels suffocating. But I'll finally get to see Anders again. I hope what I did was worth it. It has to be. Hä? Was ist denn jetzt Ihr Plan, um 23 Uhr zum Hauptquartier zu gehen? Hä? Ja gut, es gibt für uns jetzt keine andere Möglichkeit, als dahin zu gehen. Da können wir uns nicht fernhalten. Warum wusste einer zu viel über Widerstand? Ja, weil er Geschäfte gemacht hat mit Peter, ne? Offenbar. Aber das ist jetzt irgendwie komisch. Was ist Ihr Plan? Das wurde nicht erzählt. Okay, wir besuchen ihn nur quasi. Vielleicht reden wir mit ihm? So, da wären wir. Nicht zu fassen, dass wir es hier reingeschafft haben, ohne von den Wachen gesehen zu werden. Was für eine Nacht, was, Gerda? Lass uns keine Zeit verschwenden. In Ordnung. An der Zelle sollte die dort drüben sein, aber du musst dich beeilen. Die Patrouille ist in ein paar Minuten wieder da. Gib mir das Penicillin. Ich sorge dafür, dass es im Gasthof ankommt. Oh, natürlich. Danke, Gerda. Ich gehe und pass auf, während du mit Anders sprichst. Okay, gut. Es geht nur darum, mal ein paar Worte zu wechseln. Es ist zu weit oben, um hindurchzusehen. Anders! Ich höre raschelnde Geräusche von drinnen. Gerda, bist du das? Ich freue mich so, deine Stimme zu hören. Warum bist du wieder hergekommen? Es ist zu gefährlich. Was, wenn sie dich erwischen? Ich bin mit Peter hier. Peter ist hier? Ja, er hat mir geholfen. Aber er ist nicht der Einzige. Verstehe. Sieh einfach zu, dass du keine Vereinbarung triffst, die du bereuen könntest. Aber was ist mit dir? Geht es dir gut? Seine Stimme fängt an zu zittern und er räuspert sich schnell. Anders. Mir geht's gut, aber ich bekomme nicht viel zu essen hier. Ich habe etwas für dich.
Was denn? Warte mal kurz. Du holst das Brot aus deiner Tasche und wirfst es durch die Eisenstangen. Brot! Oh, danke, Gerdi. Anders. Ja? Ich muss dich etwas fragen. Es geht um den Sabotagevorfall in der Fabrik. Warum hast du das gemacht? Du weißt doch, dass Margits Vater immer gut zu uns war. Er ist für einen Moment still. Egal wie freundlich er ist. Dieser Mann beliefert trotzdem Hitlers Armeen mit Ausrüstung, die die Leute tötet, die für unsere Freiheit kämpfen. Also haben wir beschlossen, seine Produktion zu beenden. Wir hielten unseren Plan für wasserdicht, doch irgendwann sind wir wohl leichtsinnig geworden. Fehlgeschlagene Mission. Der Widerstand hat Westergaards Fabrik wegen seiner Zusammenarbeit mit der Wehrmacht sabotiert. Anders sagt, sie hätte den Auftrag nicht beendet. Irgendwas ist schiefgelaufen. Die Gestapo hat mir erzählt, dass wir von jemandem verpfiffen wurden. Ja, ich habe davon gehört. Ich habe es dem Sperling erzählt. Hast du? Das ist gut. Ab jetzt wird sie vorsichtiger sein, welche Informationen sie rausgibt. Also noch vorsichtiger, als sie es bisher wahrscheinlich eh schon war. Hast du eine Ahnung, wer es gewesen sein könnte? Leider nicht, nein. Vielleicht ist es nicht einmal jemand aus dem Widerstand. Wie kommst du darauf? Hier geht viel mehr vor sich, als du vielleicht denkst. Und Leute sorgen sich immer in erster Linie um sich selbst. Peter ruft mit unterdrückter Stimme nach mir. Gerda, wir müssen jetzt verschwinden. Die Wache könnte jeden Moment hier sein. Jetzt schon? Anders, ich muss los. Aber ich werde dich hier rausholen, versprochen. Gerdi, warte. Du hast mehr als genug getan. Was meinst du damit? Du hast dafür gesorgt, dass der Rest des Widerstands meine Pläne erhält. Ich will dich nicht noch mehr in Gefahr bringen. Das ist nicht dein Kampf. Das stimmt nicht. Glaubst du, die Dänen sind die einzigen hier, die mit dem aktuellen Regime unglücklich sind? Du musst mir sagen, wie wir dich nach Hause holen können. Gerda, ich meine es ernst, wir müssen los. Anders, bitte. Oh, ich hoffe, ich bereue das später nicht. Hör gut zu, Gerda. Ich will nicht, dass dir was zustößt. Wenn du wirklich helfen willst, dann versuch, Westergaard zum Helfen zu bewegen. Er ist zwar eindeutig korrupt, hat aber auch mächtig Einfluss in der Gemeinde und sein Wort hat durchaus etwas Gewicht bei der Gestapo. Aber du wirst sicher was gegen ihn in der Hand haben müssen. Vielleicht kann dir der alte Pastor dabei helfen. Scheiße! Doch der Pastor! Natürlich, der Sonntagsgottesdienst. Gerda, komm her, jetzt! Du solltest gehen, ich weiß. Bitte Anders, bleib stark. Du auch, Gerdi. Pass auf dich auf. Erst will Anders die Fabrik in die Luft jagen, jetzt soll der Fabrikant helfen. Ja, das ist in der Tat ein Zielkommen. The Gestapo headquarters felt oppressive in the dim moonlight. I had passed by this building many times on my way into town, never paying much attention to the old police station, but something about the new occupants transformed it. It suddenly seemed to be mocking me, instilling fear. Was this the only place where I would be able to speak to my husband from now on? Oh Gott, was für eine Vorstellung. Jetzt haben wir auch erfahren, was das für ein Gebäude ist, das alte Polizeirevier. Okay, sie denkt hier an Explosionen. Ich weiß nicht, ob das ihr Weg ist. Ich hätte tatsächlich auch gedacht, dass das jetzt irgendwie der Weg ist, dass wir irgendwie so Wildwestenmäßig uns hinten an der Zelle irgendwie durchsprengen, weil es gibt ja jetzt die Pläne zum Erstellen dieses Sprengstoffs. Okay, also ich konnte nur ahnen, wie es im Innern dieses Gebäudes sein musste. Ich musste Anders Mission fortsetzen, um ihn zu retten, auch wenn er wollte, dass ich mich da raushalte. I could only imagine what it must have been like in that place. I had to continue Anders' mission to save him, even if he wanted me to stay out of it. Naja, die Mission im übergeordneten Sinne. Klar, sie hat sich ja jetzt gewissermaßen mit dem Widerstand verbunden. Okay, Sonntag.
So, warte mal. Gottesdienst und diese komische Feier ist ja auch noch, ne? Ist da die Kirche? Ah ja, tatsächlich. Pastor Jacob will be presiding over the Sunday service. I need to catch him alone and ask him about Mr. Vestergaard. Anders ist der Ehemann. Okay. Ah, hätten wir jetzt... Okay, hätte ich gewusst, dass der Kaplan so eine Bedeutung hat. Naja. Was kann denn der Widerstand überhaupt uns noch helfen, wenn Anders... Ich weiß auch nicht. Es hat mich jetzt echt verwundert, muss ich mal sagen. Die Glocken haben aufgehört zu läuten. Der Sonntagsgottesdienst muss vorüber sein. Ist das so klug? Warum ist sie nicht in den Gottesdienst selbst gegangen? Gut, ich muss Pastor Jakob finden. Wenn mich irgendjemand in der Stadt dabei unterstützen kann, einen Weg zu finden, um Anders zu helfen, dann ist er es. Ey, das ist total skurril. Anders sagt uns also jetzt nicht, dass der Widerstand uns hilft, sondern der Pastor. Und wir haben jetzt total in den Widerstand investiert. Oh mein Gott. Naja, gut. Aber vielleicht schätzt Anders das auch gerade richtig ein, ne? Es sind immer noch ziemlich viele Leute vor der Kirche. Ob sie schon gehört haben, was in der Praxis passiert ist? Vielleicht war das eine schlechte Idee. Reiß dich zusammen, Gerda. Sie wissen nicht, was geschehen ist. Sie wissen nicht, dass du dort warst. Genau. Du musst einfach nur den Pastor finden. Okay, aber wir gucken uns natürlich wie immer ein bisschen um. Das kann, denke ich, nie schaden. Denkmal. Ein Denkmal für die dänischen und deutschen Soldaten, die im Ersten Weltkrieg als Wehrpflichtige der deutschen Armee gefallen sind. Auf deutscher Seite. Das ist tatsächlich etwas, was ich jetzt auch nicht wusste. Dänische Soldaten im Ersten Weltkrieg. Während des Ersten Weltkriegs gehörte weil das ja deutsch war, alles klar. Nordschleswig noch zu Deutschland. Das heißt, die dänischen Einwohner der Region wurden für das deutsche Heer eingezogen und mussten für ein Land kämpfen, das sie nicht als das ihre betrachteten. Tatsächlich hofften viele von ihnen, dass Deutschland den Krieg verlieren würde, damit Sonderjylland daraufhin wieder an Dänemark fallen würde. Insgesamt 30.000 Mann aus der Region wurden in den Krieg geschickt. Schätzungen zufolge gehörten ungefähr 2/3 von ihnen dem dänischen Bevölkerungsanteil an. Etwa 6.000 dieser Männer sind im Krieg gefallen. Oh, krass. Charlotte. Oh, Charlotte. Jetzt wissen wir, was... Jetzt werden wir gleich erfahren, was hier los ist. Ich vermute, sie hatten Soldaten als Mann oder Geliebten oder so. Was machst du da? Oh, Gerda. Das heißt, dass jemand in die Praxis eingebrochen ist. Das ist schrecklich. Geht es dir gut? Mir geht's gut. Oh, was für ein Unglück dir derzeit widerfährt. Hoffentlich finden sie die Schuldigen bald. Hoffentlich nicht. Also, was machst du? Ich ehre die Gefallenen. Sie lächelt traurig. Und Oscar. Ah, okay. Das ist ihr Bruder. Danke, Gerda. Ich weiß, er hat das Richtige getan, als er sich freiwillig für den Kampf meldete, aber es tut trotzdem weh zu wissen, dass vielleicht alles umsonst war. Und jetzt haben wir noch nicht mal einen Leichnam, den wir beerdigen und richtig betrauern können. Deswegen zoll ich hier mein Tribut. Okay, deswegen auch der Sarg, dieses komische Modell oder so. Es ist eine schöne Geste. Oder? Ich bin froh, dass du das so siehst. Es sind zwar nur Kerzen, aber besser als nichts. Sie verstummt und ihre Augen werden melancholisch. Bist du sicher, dass es dir gut geht? Aber jetzt schaffen wir noch nicht mal eine leichte Probe. Oh, ja, vollkommen. So, ich sollte dann mal gehen. Irgendwas ist da noch los, schade. Es war schön, dich zu sehen, liebe Cousine. Kerzen, eine davon wurde angezündet. Die Kerze, die Charlotte hier aufgestellt hat, flackert leicht im Wind. Wir nehmen mal 2 unangezündete Kerzen einfach mal mit. Vielleicht müssen wir nochmal irgendwo im Dunkeln Licht machen. Fahrräder. Alle Reifen sehen abgefahren aus.
Der alte Karl. Er sieht aus, als wolle er aufs Fahrrad steigen. Das wird es sein. Eine Schande ist das wirklich. Hast du die Nazi-Göre da drüben gesehen? Stellt Kerzen auf das Denkmal unserer gefallenen Helden. Da könnte sie gleich ihren Rock heben und draufpissen. Okay. Was ist das hier? Tür. Ich kann Leute drinnen reden hören. Oh, da können wir sogar reingehen. Oh. Frau Iversen. Die Frau plaudert angeregt mit ihrer Nachbarin. Und, hast du Westergaards Tochter draußen warten sehen? Anscheinend wartet sie auf ihren deutschen Leutnant. Vor einer Kirche voller Dänen? Diese jungen Leute heutzutage keinen Anstand. Oh, hallo, Gerda. Ich weiß, dass sie deine Freundin ist, aber man kann nicht sagen, dass ich Unrecht hätte. Kann man wirklich nicht. Komische Unterhaltung. Das ist der Pastor, ne? Oder? Keine Ahnung, den sprechen wir mal noch nicht an. Kuchen aller Form und Größen. Es ist wirklich beeindruckend, was die Frauen dieser Stadt trotz der strikten Rationierung zaubern können. Sønderjys Kaffeebord. Als beliebte Tradition in der Region besteht das Sønderjys Kaffeebord sozusagen daraus, große Mengen Kuchen und Gebäck zu einer gemeinsamen Kaffeetafel mitzubringen. Die Tradition wurde vor allem nach dem Sieg deutscher Truppen im Jahr 64 populär. Als es den Dänen nicht erlaubt war, an politischen Versammlungen teilzunehmen, es aber kein Gesetz dagegen gab, sich zu Kaffee und Kuchen zu treffen. Ein echtes Kaffeebord sollte mit mindestens 21 verschiedenen Kuchen und Gebäcken aufwarten, darunter mindestens 7 weiche Torten und 7 harte Gepäcksorten. Oh ja, wer so in Skandinavien mal so unterwegs ist, der wird diese Tradition lieben lernen. Wunderbar, Kaffee und Kuchen kann man da bekommen. Das ist der LKW-Fahrer? Der Typ dort? Okay. Frau Sommerfeld, ihr Lächeln ist so warm, es weckt die Sehnsucht nach einfacheren Tagen in mir. Frau Larsen, Himmel, geht es Ihnen gut? Wir haben gehört, dass letzte Nacht jemand in die Praxis eingebrochen ist. Der arme alte Mann. Ja, was wird nur aus unserer Stadt? Wenn eine Arztpraxis so ausgeraubt wird, nein, ganz und gar nicht. Er mochte uns Deutsche vielleicht nicht sonderlich, aber das bedeutet nicht, dass ich ihm je etwas Schlechtes gewünscht habe. Wie war die Predigt? Oh, wundervoll. Unser Pastor kann wirklich mit Worten umgehen und er ist so freundlich, seine Predigten auch weiterhin auf Dänisch und Deutsch zu halten. Ja, interessant. Ja, sag mal, sprechen wir jetzt erst mit dem Typen da drin oder suchen wir erstmal den Pastor? Hier scheint nichts weiter zu sein, oder? Was ist mit unserer Freundin? Da hieß es doch noch, dass die hier irgendwo rumsteht und auf ihren Leutnant wartet. Die sehe ich aber nicht. Na, gehen wir mal rein. Psalmen. Abgenutzt und oft verwendet. Eins der Bücher liegt verlassen auf dem Boden. Da, wir stellen es zurück. Als ich das Buch aufhebe, fällt mir auf, dass etwas auf die Innenseite des Einbands gekritzelt wurde. Sie fesseln und knebeln uns. Doch den Geist können sie nicht in Ketten legen. Mutige Worte. Es ist Zeit, dass mehr Leute an sie glauben und Farbe bekennen. Ich stelle das Buch zurück. So, sicher und ordentlich. Das Lied »Sie binden uns an Mund und Hand« war eine sehr beliebte Ballade während der Besatzungszeit. Sie wurde 1940 unter dem Originaltitel »Det gelder Krieg og kærlighed«. Es geht um Krieg und Liebe, für eine Revue geschrieben. Da sich der Originaltext ganz klar antifaschistisch positionierte, zwangen die Besatzer den Autor, ihn umzuschreiben. Doch auch in seiner zensierten Form konnte er immer eine Botschaft der Freiheit und des Widerstands gegen die deutschen Besatzer transportieren. Okay, da ist der Pastor. Was selbstverständlich keine Art ist, sich an einen Mann Gottes zu wenden. Schon gar nicht an einen in meinem Zustand. Ich verstehe aber, was das Kaffeebord angeht,
Das bringt mich zu meinem nächsten Punkt. Oh nein. Sieht aus, als wäre Jakob gerade beschäftigt, einigen Leuten die Uhren abzukauen. Und es scheint eine Schlange zu geben. Vielleicht sollte ich später nochmal versuchen, nachdem ich mit einigen der anderen hier gesprochen habe. Okay. Das heißt, wir können erstmal andere Gespräche führen. Zum Beispiel mit ihm hier. Seine Haltung ist... Oh, Nies. Okay. Nies und Mitte sind das wahrscheinlich. Morgen, Gerda. Hast du dir ein bisschen Zeit für Gott genommen, ne? Ach, lass ihn ruhen, Nies. Was denn? Ich unterhalte mich doch nur. Ein kleiner Spaß am Rande. Und ich dachte, es... Na. Und ich dachte, es ginge dir immer nur ums Geschäft. Es ist Sonntag. Zeit auszuruhen, ne? Beachte ihn gar nicht. Kommst du heute Abend zu Westergaards Bankett? Naja, anscheinend sind alle anderen da. Die halbe Stadt, würde ich sagen. Der Alte muss eine ziemliche Menge Leckereien über besondere Wege bestellen. So gut kann dein Netzwerk nicht sein, ne? Ha! Nein, nicht ganz. Ich musste ein paar Gefallen in Kopenhagen einlösen. Es scheint, die waren mehr als nur bereit, Waren an Westergaard zu schicken. Waren wohl begierig auf die Verbindung. Die machen sich jetzt auch auf dem Marktplatz bereit, ne? Und ich bin mir sicher, in einer hallenden Kirche lautstark über sie zu reden, wird dir da sehr helfen. Unsere neuesten Gäste sind übrigens auch keine friedlichen kleinen Küken. Wie geht es Sophia? Na, wie soll es ihr schon gehen? Sie hat natürlich Angst. Aber der kleine Teddybär beschäftigt sie gut. Im Gegensatz zu diesen beiden Täubchen aus dem Widerstand. Sie streiten sich immerzu wegen eines alten Hofs im Norden der Stadt bei der Flussbiegung. Sie will dorthin, er nicht. Sie schon hin und her den ganzen Tag. Dieser Peter kam mir nie so schüchtern vor, als hätten er und dein Anders die Plätze getauscht. Ich wusste gar nicht... Oh, vertrau mir, Liebchen, ein beschäftigter Mann ist besser als ein langweiliger. So bleibt alles in Schwung. Ein Wunder, dass du nicht verheiratet bist, Schwesterchen. Musst du gerade sagen, wo ist denn die Schlange der Frauen, die vor deiner Tür steht? Okay, die beiden sind aber auch irgendwie köstlich. Puh, so, da draußen war noch jemand, mit dem wir sprechen können. Es wurde gesagt, ich hätte bei den Gräbern was übersehen. Gehen wir nochmal lang. Hier ist aber definitiv nichts. Da auch nicht. Wir können nochmal in die Richtung gehen. Also Leute, das könnt ihr nur... Das könnt... Oh, da ist noch jemand. Das ist nur Spoilerwissen. Das sollt ihr bitte nicht sagen, weil das haben wir vorhin noch gar nicht gesehen. Also wer das Spiel schon kennt, bitte keine Hinweise geben. Nochmal die Wiederholung. Mormors und Morphas Grab. Oh, Mamas Eltern. Was sie wohl zu all dem sagen würden. Mama hat immer gesagt, dass Oma aus allem einen Kuchen machen konnte. Ich wette, diese Rationierung hätten sie nicht davon abhalten können. Oh ja, wir stellen eine Kerze auf ihr Grab. Finde ich gut. Und wir zünden die Kerze auch an. Wir haben noch 4 Streichhölzer. Machen wir auch. Bringt uns nicht viel, aber egal. Grab von Oma und Opa. Papas Eltern. Hm. Die Eltern meines Vaters wurden in Deutschland geboren. Sie starben in Dänemark. Sind nie umgezogen. Zu welchem Land wird Sonderjylland wohl in 10 Jahren gehören? Auch hier stellen wir eine Kerze drauf und zünden sie. Ja, kommt. Das ist eine schöne Geste. Das ist Margret. Da ist unsere Freundin. Die ist ja auch, na, vielleicht so mini-verdächtig. Sie schreibt in ihr Notizbuch. Ihre Finger laufen schon blau vor Kälte an. Margit? Oh, Gerda. Sie klappt das Notizbuch zu und dreht sich mit besorgter Miene zu mir. Es tut mir so leid, ich... Wo warst du denn? Ich habe versucht, dich abzupassen, aber du warst nicht zu Hause. Ich habe das von anders gehört. Und jetzt sagt man, jemand wäre gestern Nacht in die Praxis eingebrochen. Ist das wahr? Geht es dir gut? Nee, uns geht es eigentlich nicht gut. Sind wir mal zu ihr ehrlich. Oh, Gerda. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Margit. Alles ist so schnell aus den Fugen geraten. Ich weiß. Ich wünschte, ich könnte irgendwie helfen. Und bei dir? Wir haben ein Gerücht gehört. Warte mal, was ist das Gerücht über Margit nochmal gewesen? Okay.
meint sie diese Geschichte am Bahnhof? Ja, das könnten wir eigentlich mal ansprechen. Dass du dich Tag für Tag bei der Post herumtreibst. Okay, es war gar nicht nachts. Himmel, die Leute hier lieben es einfach zu tratschen. Es ist gar nichts Besonderes. Ich hatte auf Antwort von einem Literaturmagazin in Kopenhagen zu ein paar meiner Kurzgeschichten gewartet. Aber jetzt warte ich nicht mehr. Und, haben Sie sich gemeldet? Sie? Ja. Sie mochten die Geschichten nicht. Zu provinziell, haben Sie gesagt. Naja, die kennen sich damit aus. Oh Gott, das ist ja eine fiese Antwort. Ja, so ist es wohl. Was machst du denn hier draußen? Trübsalblasen? Oh, ich warte auf Wolfgang. Wir wollen zusammen Mittagessen. Er sagte, er würde mich nach dem Gottesdienst mit dem Wagen abholen. Aber nun, er ist etwas spät. Du musst ihn wirklich mögen. Sie lächelt mit klappernden Zähnen. Das tue ich. Es ist schön, sie so glücklich zu sehen. Aber ich komme nicht umhin, mich um ihre Zukunft zu sorgen. Oh, weißt du was? Warum kommst du nicht zu unserer Feier heute Abend? Mein Vater wird da sein. Ich bin sicher, wenn du einfach mit ihm redest, wird er helfen können. Ja, das wollen wir jetzt. Das ist unser Weg. Glaubst du wirklich? Ganz sicher. Er hat durchaus Einfluss in dieser Stadt. Und die Deutschen schulden ihm auf jeden Fall ein paar Gefallen, so zugänglich wie er gewesen ist. Das könnte sich als nützlich erweisen. Er hat sich nicht einfach nur so um ihre Gunst bemüht. Und so wie der Krieg läuft, können sie es sich kaum leisten, zu viele Freunde zu verlieren. Auf jeden Fall glaube ich, dass es sich für dich lohnen könnte, dabei zu sein. Es wird ein wirklich großes gesellschaftliches Ereignis. Es klingt wirklich so, als würde die gesamte Stadt hingehen. Naja, du kennst ja meinen Vater. Nicht einmal Krieg und Besetzung können ihn davon abhalten, die Feier des Jahres zu veranstalten. Ein Fest tut den Leuten im Moment bestimmt gut. Es hilft sicherlich, die Spannung ein wenig zu lösen, auch wenn ich selbst nicht unbedingt daran teilnehmen will. Wir hören ein Auto auf der Straße ranfahren. Oh, ah, da kommt er. Und Reinhard ebenfalls. Oh Gott, Reinhard. Ob er irgendjemandem erzählt hat, was passiert ist? Jetzt wird's ernst. Er wirkt noch blasser als sonst. Fräulein Margit. Oh, und Frau Larsen ist auch dabei. Ich bitte, meine Verspätung zu entschuldigen. Ich musste mit einigen meiner Männer bei der Fabrik patrouillieren. Wir müssen sicherstellen, dass diese Saboteure die Produktion nicht wieder gefährden können. Frau Larsen? Waffenbrüder, Wolfgang? Ich habe gehört, dass jemand in ihre Praxis eingebrochen ist. Warte mal, was ist das hier? Waffenbrüder? Wolfgang? Er geht neuerdings zusammen mit seinen Untergebenen auf Patrouille, okay. Seien Sie versichert, dass die Wehrmacht alles in ihrer Macht Stehende tut, um zu verhindern, dass sich solche Vorfälle wiederholen. Fräulein Margit, würden Sie mir die Ehre erweisen, ein Stück mit mir zu gehen? Na, natürlich, aber... Sie sieht mich entschuldigend an. Bist du sicher, dass du zurechtkommst? Ist schon in Ordnung, geh nur. Komm mich nachher doch zu Hause besuchen, wenn du Zeit hast, dann können wir weitersprechen. Okay, Reinhard. Na komm. Sein hageres, geschundenes Gesicht verfinstert sich, während er an seine Zigarette zieht. Ich fasse es nicht, dass ich diesem dummen Frischling den ganzen Tag durch die Stadt hinterherlaufen muss. Ah, Frau Larsen. So sieht man sich wieder. Sind Sie gekommen, um beim großen Mann da oben um Vergebung zu bitten? Ich fürchte, Sie werden den Himmel derzeit recht leer vorfinden. Irgendwie finde ich Reinhard sympathisch. Ich kann es. Und? Was machen Sie hier? Sie meinen, außer für seine Hoheit da drüben den Chauffeur zu spielen? Ich dachte, wir könnten uns vielleicht etwas unterhalten. Vielleicht über diesen kleinen unglücklichen Vorfall, der sich gestern Nacht zugetragen hat. Ich gebe zu, der Schlag Ihres Freundes hat mich für einen Moment ausgeschaltet, aber der kalte Boden hat mich schnell wieder geweckt. Es ist schwer, mich für längere Zeit auszuknipsen. Wenn Sie klug sind, merken Sie sich das. Ich gehe davon aus, dass Sie sich schön ruhig verhalten haben. Es wäre wirklich schade, wenn die Leute die Wahrheit über die gesetzestreue Frau Larsen erführen, bei ihrer eigenen Arbeitsstätte einbrechen, sich Medikamente für den Eigenbedarf einstecken. Das sagt der Richtige. Ach, aber ich habe keinen guten Ruf zu verteidigen. Sind Sie sich da sicher? Man sollte meinen, Ihr Vorgesetzter dort würde ungern von Ihren nächtlichen Aktivitäten erfahren.
Ein ironisches Lächeln schleicht sich in sein Gesicht. Dann haben wir wohl eine Pattsituation. Jedenfalls hoffe ich, dass die gestrigen Ereignisse sie gelehrt haben, den richtigen Leuten zu helfen. Wer kann sonst schon sagen, wie viel schlimmer es noch wird? Ich tue das, was für mich und die Meinen am besten ist. Sicher, sicher, wie wir es alle tun sollten. Nun, ich tue nichts anderes, Frau Larsen, und ich lebe noch. Wenn Sie im besten Interesse Ihres Mannes handeln wollen, besuchen Sie mich heute Nachmittag auf dem Dorfplatz. Ich bin voller Vergebung. Oh, Reinhard hat doch noch was in petto, Leute. So, jetzt hatten wir noch einen Typen da im Innenbereich, mit dem wir reden konnten. Und dann wird die Schlange beim Pastor. Ist das der LKW-Fahrer? Das könnte sein. Torben, ja. Er hält einen Teller, der mit reichlich Kuchen beladen ist. Vorsicht, Torben. Oh, uff. Er prustet und hustet für einen Moment. Entschuldige, Gerda. Hab dich nicht gesehen. Wie geht's dir? Er hat noch Krümel im Bart. Ich kann nicht aufhören, sie anzustarren. Wir erwähnen mal die Krümel. Du hast da was. Oh, Teufel, noch eins. Entschuldigung. Ich hab von der Sache mit Anders gehört, der arme Junge. Ich hätte nie gedacht. Also, wenn ich irgendwas tun kann, sag mir einfach Bescheid. Danke. Hier, wie wär's mit einem Stück? Er hält mir ungelenkt den Kuchenteller hin. Ja, klar, nehmen wir Kuchen. Gerne, danke. Das sind schwere Zeiten. Wir sollten uns nehmen, was wir kriegen können. Vor allem beim Essen heute Abend. Obwohl ich überrascht bin, dass die Fabriksache Herrn Westergaard nicht die Laune verdorben hat. Ja, es sieht wirklich nach einem großen Schaden aus. Auf jeden Fall, es wird Wochen dauern, das Chaos zu beseitigen. Schlechte Neuigkeiten für den Alten, gute für mich und meinen Lieferwagen endlich mal. Das wird natürlich ein oder zwei Tage warten müssen. Warum das? Der Alte hat die Aufräumarbeiten einstellen lassen, bis die Deutschen da fertig sind. Frag mich nicht, warum. Aber wenn du mich jetzt entschuldigst, diese Kuchen essen sich nicht von allein. Tom, hast du dir gerade Kuchen in deine Jacke gestopft? Was? Naja, einen vielleicht, aber nicht für mich natürlich. Für ein paar Freunde, die gerade nicht unbedingt raus können. Da kennst du sicher auch welche. Okay, warte mal. Hilft er doch noch anderen oder meint er sich selbst? So, jetzt ist der Pastor hier. Da hinten ist nichts mehr. Der Pastor ist beschäftigt. Was? Gibt es noch Leute, mit denen wir reden können, die ich übersehen habe? Nee, jetzt. Er sieht aus, als würde er gerne mit mir reden. Gerda, mein Kind. Ich habe davon gehört. Der arme, arme Harald. Was für ein Schock das gewesen sein muss. Mitten in der Nacht brechen Diebe in sein Haus ein. Aber sicher hat dieses Unglück nichts mit meiner Bitte an dich zu tun. Nein, nein, antworte nicht, mein Kind. Ach du Scheiße. Natürlich hat es das nicht. Ich erkläre, dass es unmöglich ist. Nun, lass uns über andere Dinge sprechen. Du siehst aus, als hättest du eine Frage an mich. Ja, aber... Leider haben wir das Penicillin jetzt nicht mehr. Jetzt würde ich es ihm gern geben. Vielleicht reden wir lieber woanders, wo wir ungestört sind. Oh, natürlich. Folge mir. Okay. Seine Augen glänzen verschwörerisch. Was beschäftigt dich? Bitte sagen Sie mir alles, was Sie über Herrn Westergaard wissen. Herr Westergaard? Aber warum? Er ist ein mächtiger Mann mit Verbindungen. Vielleicht kann er anders helfen. Ich muss versuchen, ihn zu überzeugen. Ah, ich fürchte, ich weiß nicht viel mehr als du selbst, mein Kind. Das Bankett heute Abend wird eine wahre Schatztruhe an Informationen sein, aber du darfst nicht mit leeren Händen erscheinen, meine Liebe. Okay, da könnte uns unsere Freundin helfen, die wir heute Nachmittag besuchen sollen, dass sie uns irgendwas in die Hände spielt. Je mehr wir wissen, desto besser.
Ganz genau. Und Herr Westergaard sollte deine erste Anlaufstelle sein. Ich schlage vor, du hörst dich in der Stadt nach Klatsch über diesen alten Profitjäger um und gibst ihn dann natürlich an mich weiter. Ja, natürlich. Sie werden die Verbindung klarer sehen, als ich es könnte. Du schmeichelst mir, mein Kind. Ich bin nur ein bescheidener Diener. Okay, aber wir sind, muss man sagen, auch ohne Penicillin ziemlich gut bei ihm angesehen. Oh, bevor du gehst, möchte ich dich noch um etwas bitten. Unsere Freundin aus dem Süden möchte gern nach Schweden gelangen. Würdest du beim Gasthof vorbeischauen, für den Fall, dass du irgendwie helfen kannst? Ich würde es selbst tun, aber ich fürchte, meine Anwesenheit dort würde nur Verdacht erregen. Ja, natürlich. Sie braucht unsere Hilfe dringender als sonst jemand. In der Tat, die sind keine leichten Zeiten. Viel Glück, mein Kind. Ich freue mich darauf, heute Abend zu hören, was du in Erfahrung bringen konntest. Okay, das Problem ist aber, dass wir auch mit unserer Freundin heute Nachmittag sprechen sollten. Das ist natürlich ein Dilemma. Looking at the congregation, I couldn't help but see our little town's fraught past. The effects of changing hands between nations lasting for generations. The gravestones at the church, including my family's, attested to this history. In better times, our differences and the injustices of the past were forgotten over Sunday cake. But now, they smoldered just below the surface, ready to combust. Tja. Bin da eher skeptisch. Die Narben in unserer Geschichte sind noch zu frisch, um sie zu ignorieren. Die Stadt würde noch sehr lange in zwei Lager gespalten sein. The scars of our history were still too fresh to ignore. The town would be divided for a long time to come. Okay. Elf Uhr. Okay, jetzt ist der Markt. Aber, liebe Leute, normalerweise haben wir jetzt Alternativen. Wartet mal. Reinhard has offered to look after Anders if I help him with something. I wonder what it could be. Okay, das ist das Treffen mit Reinhard. The resistance could be valuable allies in helping to save Anders. I should see if they need any help. Okay, das ist der Gasthof. The soldiers and workers here might be willing to tell me something about Mr. Westergaard. What's... Okay, aber es scheint nicht so zu sein, dass wir nur eins von diesen Dingen machen zu können. Das stand ja immer sonst. Das heißt, wir haben jetzt mehrere Optionen. Liebe Freunde, normalerweise würde ich jetzt noch eine Viertelstunde spielen, aber ich finde, wir sind jetzt an einem guten Punkt angekommen, wo es passt, jetzt hier wieder einen Break zu machen. Ich denke, wir werden dann das Spiel in der nächsten Woche beenden. Warum passt das jetzt ganz gut? Weil wir dann, weil jetzt wirklich quasi jetzt so ein bisschen nochmal ein neues Kapitel aufgeschlagen ist, weil es jetzt darum geht, die Westergaard-Nummer irgendwie durchzuziehen. Das heißt, wir müssen Informationen sammeln über Westergaard, um ihn dann irgendwie unter Druck setzen zu können. Das ist, glaube ich, der Plan. Und diese Informationen werden wir jetzt vermutlich unter anderem hier sammeln. Und passt ganz gut, wenn wir das nächste Mal so als eine Einheit zusammen erleben werden. Ja. Insofern. Werden wir jetzt erstmal für heute abbrechen.